Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Paul-Moritz Rabe. Ich darf Sie im Namen des NS-Dokumentationszentrums ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Das Thema, um das es geht, die Geschichte der nationalsozialistischen Sturmabteilung, ist nach wie vor wohl eines der wichtigsten Themen der NS-Geschichte, aber vermutlich auch eines der spektakulärsten, gewissermaßen Stoff für Hollywood. Es geht um brutale Gewalt und Verbrechen, es geht um Aufstieg und Fall, es geht um Vertrauen und Verrat, auch ein bisschen um Sex und Crime, zumindest wenn man einige Schilderungen über die Ereignisse der sogenannten Nacht der langen Messer Glauben schenkt. Die Geschichte der SA ist aber auch ein Thema, das aus Ängste mit der Stadt München verbunden ist und auch mit dem Ort, an dem wir uns hier heute befinden. Am 16. August 1922, also etwa ein Jahr nach der offiziellen Gründung als Saalschutz der NSDAP, marschierte die SA zum ersten Mal geschlossen, uniformiert und mit Hakenkreuzfahnen ausgestattet über den Münchner Königsplatz. Im November 1923 dann beteiligten sich etwa 1500 Mann der SA am Hitlerputsch, der auch nur wenige hundert Meter von hier, Sie wissen das sicher, am Odeonsplatz niedergeschlagen wurde. Durch die gewaltsame Eroberung der Straße spielte die SA vor allem dann Anfang der 30er Jahre eine ganz entscheidende Rolle beim Aufstieg der NSDAP, erst hier in München und dann auch im ganzen Reich. Und das radikale Auftreten in den braunen Uniformen war auch gewissermaßen stilbildend, färbte ja fast schon wörtlich ab. Nicht nur die SA-Mitglieder wurden selbst dann als Braunhemden bezeichnet, sondern im Prinzip alles, was in irgendeiner Weise mit der NS oder der rechten Bewegung zu tun hatte, mit der Farbe Braun assoziiert. Nicht zuletzt auch die Parteizentrale der NSDAP, die genau an diesem Ort hier stand, das Braune Haus. Die mörderische Entmachtung der SA-Spitze im Juni 1934 fand dann größtenteils in München-Stadelheim statt, beziehungsweise im weiteren Münchner Umfeld, in einem Hotel in Bad Wiessee am Tegernsee, das übrigens gerade erst vor wenigen Wochen endgültig abgerissen wurde, obwohl der Mieter noch lange versucht hat, die Geschichte des Hotels dafür zu nutzen, dass der Denkmalschutz schützend eingreift. Der Historiker Daniel Siemens hat jetzt eine neue Gesamtgeschichte der SA vorgelegt. Sie sehen sie hier vor uns präsentiert. Obwohl er das, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich nie wollte. Sie ist im Original vor zwei Jahren erschienen, unter dem Titel, also auf Englisch, unter dem Titel Stormtroopers und jetzt vor kurzem beim Siedler Verlag auf Deutsch. Es wird, ich glaube, so viel lässt sich prognostizieren, das neue Standardwerk für dieses Thema werden. Und es ist ein Buch, das eben nicht nur für die Fachwissenschaft geschrieben wurde, sondern auch für ein breiteres Publikum. Siemens zeigt darin neben zahlreichen Einzelheiten, die wir im Laufe des Abends sicher noch kennenlernen werden, nicht zuletzt, dass dieses weit verbreitete Narrativ von Aufstieg und Fall eigentlich eher irreführend ist, dass nämlich die SA auch nach jener Nacht am Tegernsee und deren Folgen nicht entmachtet war, zumindest nicht vollständig, sondern im Gegenteil bis 1945 eine sehr aktive Rolle auch im NS-Staat spielte. Daniel Siemens ist Professor für Europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Bevor ich Sie, weil Sie schon aufstehen, auf die Bühne bitten darf, möchte ich aber noch kurz den zweiten Akteur des Abends vorstellen, Dietmar Süß. Dietmar Süß ist Professor für Neuere Neueste Geschichte an der Universität Augsburg und ein profunder Kenner der NS-Geschichte und deswegen auch immer ein gern gesehener Moderator bei uns hier im Haus. Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass Sie hier sind und später die Diskussion leiten werden. Darin haben dann auch Sie, meine Damen und Herren, Möglichkeit, Fragen zu stellen. Uns allen wünsche ich jetzt einen erkenntnisreichen Abend. Vielen Dank. Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Herr Rabe, für die freundliche Einführung und Ihnen allen fürs Kommen.
man aus Newcastle kommt, dann ist das eine Heatwave, was da draußen ist. Und umso mehr sozusagen schön, dass Sie den Weg hier in den klimatisierten Saal gefunden haben. Herr Rabe hat schon gesagt, ich wollte dieses Buch niemals schreiben. Ich bin jetzt aber doch eigentlich ganz froh, dass es da ist und will mit dem Thema eigentlich auch abschließen. Also das habe ich schon bei dem ersten Buch zum Thema SA vor 10 Jahren gesagt und das ist jetzt wirklich sozusagen mein letztes Statement und jetzt können kommende Generationen beweisen, dass das alles noch besser gesagt oder anders gesagt werden kann. Wir haben uns überlegt, dass wir den Abend so gestalten, dass ich jetzt vielleicht eine halbe bis 40 Minuten spreche, danach Herr Süß neben mir Platz nimmt und wir ein bisschen Zwiegespräch halten, auch nicht sehr lange, und dass Sie dann möglichst bald auch die Gelegenheit haben sollen, sagen Ihre Fragen an das Thema, an das Buch oder was Sie vielleicht ganz besonders bei diesem Thema interessiert, vorbringen zu können. Und ja, damit fange ich auch gleich an. In Großbritannien sagt man, man soll immer mit einem Witz anfangen, irgendwas Unterhaltsames. Fällt mir als Deutschen manchmal nicht so leicht und beim Thema SA ist es auch etwas schwierig. Aber ich habe einen Witz gefunden während der Recherchen, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Er stammt aus dem Berliner Tageblatt und zwar aus der Beilage Ulk vom Dezember 1930, also nur wenige Monate, nachdem die NSDAP bei den Reichstagswahlen sozusagen einen großen Wahlerfolg errungen hatte und sozusagen man nicht mehr ableugnen konnte, dass diese politische Bewegung in der deutschen Politik eine wichtige Rolle spielen würde. Im Berliner Tageblatt gab es eine Rubrik, die hieß, hat man Ihnen schon zugeflüstert? Und da stand Folgendes, hat man Ihnen schon zugeflüstert, dass jüngst 3 SA-Leute auf der Leipziger Straße dadurch unliebsames Aufsehen erregten, dass sie schweigend und in Gedanken versunken ihres Weges gingen? Und hat man Ihnen schon zugeflüstert, dass die eben 3 genannten Leute wegen dieses flagranten Falles von Nichtruhestörung am nächsten Tag aus der Partei ausgeschlossen wurden? Zitat Ende. Das war sozusagen deutscher Humor Ende 1930. Ein paar Leute haben auch gelacht. Es kommt immer, in England wird da nicht so viel gelacht. Und warum jetzt dieser Witz? Also ich glaube, 3 Dinge kann man zeigen, die vielleicht für die SA-Geschichte ganz charakteristisch sind. Das erste ist, dass die Öffentlichkeit damals in der Spätphase der Weimarer Republik SA vor allen Dingen mit so einer Art parteipolitisch sanktionierten Rauditum in Verbindung gebracht hatte. Und gerade in Berlin war das natürlich auch naheliegend, denn das war sozusagen die erklärte Strategie des damaligen NSDAP-Gauleiters Goebbels, sozusagen durch Protest, durch Straßenkrawalle überhaupt in der 4-Millionen-Stadt auf sich aufmerksam zu machen. Das Zweite, was dieser Witz zeigt, ist, dass man die SA inzwischen wahrnahm, aber nicht ernst nahm. Und man konnte sich offenbar nur schwer vorstellen, dass dieser politische Kampfbund in 2-3 Jahren später zu einer Millionenorganisation heranwachsen sollte und dann eben auch die doch noch hinlänglich bekannte unrühmliche Rolle bei der sogenannten Machtergreifung und der Schaffung des NS-Regimes 1933-34 spielen würde. Dritter Punkt, würde ich sagen, dieser Witz steht auch für die Tradition, die die Forschung zur SA in den ersten Jahrzehnten nach 1945 geprägt hat, nämlich sehr stark das proletarische Element in der SA zu betonen. Die SA-Männer waren tendenziell Dummköpfe, gescheiterte Existenzen, Kriminelle oder wie Joachim Fest schrieb, es handelte sich dabei um einen, Zitat, Ringverein mit politischem Akzent. Und im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess sprach die Anklage von Gangsters of the early days of Nazi terrorism, also Gangstern aus der Frühphase des NS-Regimes. Die SA und ihre Mitglieder verkörperten mithin genau das, was in der Nachkriegszeit sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR als Grundpfeiler faschistischer Herrschaft galt.
Am deutlichsten kommt das vielleicht in einem Buch zum Ausdruck, das der ehemalige Nationalbolschewist Ernst Niekisch 1953 bei Rowohlt herausbrachte. Interessant auch, er war Professor an der Humboldt-Universität im Osten, brachte das Buch aber im Westen heraus. Und Niekisch hatte im Gefängnis und im KZ gesessen und war sozusagen auch aus seiner eigenen Biografie her natürlich sehr schlecht auf die Nationalsozialisten zu sprechen. Was schrieb er über die SA? Ich zitiere: Die SA war eine Gegenauslese. Sie zog alle Existenzen an, in denen etwas faul und morsch war. In der SA enthielten alle verbrecherischen Neigungen einen freien Auslauf. Die SA-Kasernen waren Lasterhöhlen. Arbeitsscheue, Säufer, Lebensbankrotteure, Homosexuelle, Raufbolde, Totschläger brüteten hier jene finsteren Anschläge aus, mit deren Hilfe Deutschland erweckt werden sollte. In der Qualität der braunen Haufen, in denen die Söhne des deutschen Bürgertums auf den Stil der Unterwelt gedrillt wurden, stellte sich der trostlose menschliche Niedergang dieses Bürgertums dar. Zitat Ende. Die historische Forschung zum Nationalsozialismus und zur SA im Besonderen hat dieses Verdammungsurteil einerseits bestätigt im Kern, andererseits inzwischen aber auch deutlich modifiziert. Und vielleicht ist es doch sinnvoll, ein, zwei Minuten über sozusagen die Forschung zur SA bisher zu sprechen. Da gab es eigentlich ziemlich lange sehr wenig und dann eine Phase der intensiveren Beschäftigung in den späten 70er und frühen 1980er Jahren, stark sozial- und politikgeschichtlich geprägt mit Arbeiten von Peter Merkel über das Selbstbild der frühen Nationalsozialisten, Helde Jamin über das SA-Führerkorps, Richard Bessel, der über politische Gewalt in Schlesien geschrieben hat, Anfang der 30er Jahre, und dann als Abschluss das Standardwerk von Peter Longrich, Geschichte der SA, 1989 veröffentlicht und sozusagen in den kommenden Jahrzehnten das Buch, was man meistens zu Rate gezogen hat. Seit den 1990er Jahren in der Geschichtswissenschaft spricht man auch von kulturgeschichtlichen Wende, gab es dann neue Untersuchungen, wo die SA immer mal wieder behandelt wurde, selten aber im Zentrum stand. Das ist sehr oft der Fall bei Untersuchungen zum Terror auf regionaler und lokaler Ebene, also die Bedeutung der SA bei der Machteroberung und auch beim Terror gegen Andersdenkende ist sehr gut auch regional inzwischen erforscht. Es gibt aber auch Arbeiten zu Körperbildern von SA- und SS-Männern zum nationalsozialistischen Totenkult und auch vergleichende Studien zum Paramilitarismus in der Zwischenkriegszeit. Und wenn Sie so wollen, auf diesen vielen Schultern ruht jetzt das Buch auf, was ich geschrieben habe, was so ein merkwürdiger Zwitter ist zwischen dem Anspruch, irgendwie ein Best-of zu liefern und die bisherige Forschung möglichst geschickt zusammenzufassen, aber eben auch noch die Forschung sozusagen durch neue Ansätze und neue Sichtweisen zu bereichern. Da ist eben vor allen Dingen die Geschichte der SA nach 1934 aus meiner Sicht bislang viel zu wenig beachtet worden. Und das ist sozusagen das, was Sie auch in der, mal gucken, ob das hier klappt, was Sie im Inhaltsverzeichnis auch schnell nachlesen können. Also das sind die einzelnen Kapitel und Sie sehen, bis einschließlich Kapitel 5 ist das, was Sie bei einer SA-Geschichte erwarten würden. Also Aufstieg und Fall narrativ. Ja. Von einem unbedeutenden paramilitärischen Verband hier in München zur reichsweiten Bedeutung und dann politische Enthauptung 1934 und Ende. Das Innovationspotenzial des Buches, und hoffe, dass wir da auch noch ein bisschen diskutieren können, kommt dann im zweiten Teil, wo ich eben die Meinung vertrete, dass natürlich nach dem sogenannten Röhmputsch die politische Bedeutung auf der allerhöchsten Ebene der SA abnimmt, aber dass damit die Frage, was die SA eigentlich in der deutschen Gesellschaft bewirkt und dass sie da doch eine wichtigere Rolle hat, was die, man könnte vielleicht sagen, Nazifizierung der, wie die Nazis das nennen, Volksgemeinschaft betrifft, bis 1945, dass dieser Aspekt eben nach wie vor sehr wichtig ist und gerade dann auch eine Radikalisierung erfährt, wenn das Dritte Reich expandiert Richtung Osten und Südosten. Und das zeige ich also in den Kapiteln
hier 6 bis 9. Und der letzte Aspekt des Buches, da geht es dann um das Verschwinden der SA. Denn es ist natürlich so, wenn meine These richtig ist, dass die SA wichtiger ist, als wir angenommen haben, dann ist die Frage, warum spielt sie in der Forschung so lange eben nur eine relativ geringe Rolle? Und ich versuche zu zeigen, aus welchen Gründen sozusagen die SA relativ erfolgreich ist oder die ehemaligen SA-Männer ihre Verstrickung in den NS-Staat kleinzureden und damit auch vor Gericht sehr oft durchzukommen. Vielleicht kurz zu den einzelnen Kapiteln, aber ich kann viele Dinge wirklich nur anreißen. Wenn Sie vertiefte Fragen haben zu einzelnen Aspekten, bitte sozusagen dann in der Diskussion darauf zurückkommen. Das Buch fängt an mit einer Fallstudie, einem damals sehr aufsehenerregenden Mordfall im kleinen Dorf Potempa, an der in Oberschlesien unweit der polnischen Grenze gelegen. Ein brutales Verbrechen an einem arbeitslosen polnischen Arbeiter, begangen von einer Gruppe von SA-Männern. Und das war leider kein Einzelfall, dass diese Verbrechen vorkamen. Es war aber insofern besonders, weil just in den Stunden, bevor dieses Verbrechen begangen wurde, ein sozusagen Erlass des Reichspräsidenten den zwingend sozusagen die Todesstrafe vorschrieb für politische Gewaltverbrechen. Wenn Sie so wollen, das war der letzte Versuch, die Weimarer Republik wehrhaft zu machen und zu retten, bevor sie vollends in den Bürgerkrieg abglitt. Und insofern lief das auf eine Machtprobe hinaus. Würde der Weimarer Staat die Täter von Potempa, die man relativ schnell gefunden hat, ausfindig machen und entsprechend der neuen Gesetzeslage bestrafen? Oder war sozusagen Weimar schon zu schwach und konnte die Machtprobe mit den Nationalsozialisten nicht mehr sozusagen wagen? Und Sie sehen das hier auf dem zeitgenössischen Plakat auf der Linken, das ist von der Kommunistischen Partei. Man hat diesen Fall sofort instrumentalisiert. Die Nationalsozialisten haben den Tätern, also Hitler persönlich, eine Art Durchhaltetelegramm geschenkt und der Fall hat damals auch international Wellen geschlagen und in gewisser Weise die Brutalität nochmal der NS-Bewegung unmittelbar, bevor Hitler dann zum Reichskanzler wurde, offengelegt. Ich beginne das Buch mit diesem Fall, aber auch, weil er für ein Argument steht, was ich im Buch öfter mache, nämlich, dass es sich lohnt, stärker in die Grenzregionen des Deutschen Reiches zu gucken und gerade nach Osten. Die bisherige Forschung hat sehr viel über Großstädte gesprochen beim Thema SA. Also dieser SA-Rowdy, ein großstädtischer Proletarier, der mit seinesgleichen durch die Straßen zieht und sich Straßenkämpfe mit Kommunisten und anderen Organisationen leistet. Nun ist es aber so, dass in der Zwischenkriegszeit die allermeisten Menschen in Kleinstädten oder auf dem Land wohnen. Und sagen wir, für den Erfolg und den Zulauf der SA in diesen Regionen dieses Narrativ nicht so sehr viel beiträgt. Interessant ist aber, dass im Osten SA, und da sehen Sie hier ein bisschen, sehen Sie hier auf diesem Plakat 1933, im Hintergrund Danzig soll das sein, die Silhouette noch für was anderes steht, nämlich sozusagen für die Verteidigung des deutschen Reiches, des deutschen Vaterlandes, einer christlichen Nation gegen die Bedrohung aus dem Osten und vor allen Dingen von den Bolschewisten. Und das scheint etwas zu sein, was zum Beispiel im Fall von Potempa auch eine starke Rolle gespielt hat, einer Region, die umstritten ist zwischen Deutschland und Polen, wo es die bekannten drei Aufstände gegeben hat nach dem Ersten Weltkrieg in Oberschlesien und wo die SA ziemlich erfolgreich sich so als eine Art Grenzschutztruppe inszenieren kann, sodass auch das eine der Motivationen ist, warum Leute sich bei der SA engagieren. Und dieses Argument kommt dann später nochmal wieder in den späten 30er Jahren. Danach geht es chronologisch weiter. Hier ein Foto aus München, wo die Anfänge der SA natürlich zu verorten sind. Das muss ich vielleicht nicht alles wiederholen. Interessant fand ich, als ich Recherchen betrieben habe, dass SA sozusagen ziemlich viel abgekupfert ist. Also auch der Name Saalschutzabteilung oder Kürzel SA kommt eigentlich von den Sozialdemokraten. Der Sozialdemokrat Auer sozusagen und andere Spitzenfunktionäre der Partei
haben zu Recht Sorge davon, dass die Polizei sie nicht schützen kann in den Bürgerkriegswirren 1919 und die organisieren sich einen eigenen Schutzverband. Der heißt dann auch entweder Auergarde oder SA, Schutzabteilung. Und die Nazis kopieren das erstmal nur in der Struktur, sind allerdings vom Auftreten her alles andere als defensiv. Also das haben sie schon von Anfang an, das, was diese zahlenmäßig relativ unbedeutenden kleinen SA-Verbände machen, die sehr viel aus sehr jungen Leuten, Schülern auch höherer Schulen, Gymnasiasten, Studenten bestehen, ist Krawall zu machen und besonders durch antisemitische Aktionen aufzutreten. Also das ist von Anfang an eines der zentralen Elemente, die gehen in Theater, stören jüdische sozusagen Aufführungen, wenn da ein Auto ist, die gehen in die entsprechenden Cafés und die werden in München ziemlich lange, Anfang der frühen 20er Jahre, irgendwie als unreife Querulanten fast aufgefasst. Militärische Bedeutung hat die SA vor 1922/23 in keinster Weise. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass uns diese frühe Geschichte der SA eigentlich nur deshalb interessiert, weil sie später sozusagen politisch bedeutend wird. Vielleicht noch kurz zu diesem Foto, was ich sehr schätze. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Dieses Foto ist manipuliert. Können Sie das sehen, wenn Sie genauer hingucken? Hier auf der rechten Seite ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Sie können das ja hier lesen. Es ist eine Fotografie von 1919, wo sozusagen die, ja, also es heißt Ausheben eines Spartakistennestes durch Regierungstruppen mit Revolvergeschütz. Und die wollen sich hier inszenieren als sozusagen Kämpfer im Bürgerkrieg, die für Ruhe und Ordnung sorgen. Wenn Sie hier sehen, da ist offenbar eine Frau im Arm des Soldaten entlang marschiert. Das heißt, in Wirklichkeit war hier vom Bürgerkrieg relativ wenig zu sehen. Und man hat das eben einfach dramatisiert, um diese Wirkung zu erzielen. Und ich mag das Foto deshalb, weil auch sozusagen bei der Frühgeschichte der SA sehr viel von Inszenierung eine Rolle spielt. Also diese Klischeevorstellung des körperlich robusten, stets gewaltbereiten, zu allem entschlossenen und todesmutigen Parteisoldaten ist natürlich erstmal eine Erfindung ex post und vor allen Dingen eine nationalsozialistische Selbstzuschreibung und hat mit den Realitäten gerade dieser frühen Verbände relativ wenig zu tun. Wie gesagt, nicht vor 1922/23 hat die SA überhaupt militärische Bedeutung, aber auch dann nur im Verbund mit anderen Verbänden, die dann eben alle am Hitlerputsch beteiligt sind, der bekanntlich fehlschlägt. Und dann wird die SA genauso wie die Partei verboten. Es gibt dann eine Phase der Illegalität. Röhm organisiert den Frontbann, so als eine Art Cover, also Deckorganisation. Und es ist eigentlich Franz Pfeffer von Salomon, der 1926 SA-Führer wird, der die SA neu aufstellt und auch dafür sorgt, dass sie diesmal tatsächlich diese braunen Uniformen erhält, dass diese Uniformen verpflichtend werden und dass es ein reichsweites Kommando gibt, was von München aus operiert. Vorher sind die SA-Stürme und SA-Einheiten dezentral und sie unterliegen mehr oder weniger den nationalsozialistischen Führern der einzelnen Regionen. Und es ist erst 1926/27, dass es tatsächlich eine in ganz Deutschland operierende Einheit wird, die Anfang 1930, da sind wir schon relativ weit in der Geschichte, immer noch nicht mehr als 60.000 Leute hat. Und das ist im Vergleich zu anderen paramilitärischen Verbänden der Zeit immer noch unbedeutend und ziemlich klein. Also das sozialdemokratische Reichsbanner, ungefähr 400.000 Mitglieder und der konservative, rechtskonservative Stahlhelm auch so ungefähr in der Größenordnung. Das heißt, man soll sich nicht täuschen lassen, ziemlich lange ist die SA zumindest zahlenmäßig nicht besonders stark. Allerdings, und das sehen Sie hier auch in dieser Karikatur aus dem Simplicissimus auf der linken Seite, sie ist sozusagen sichtbar und durch ihre Gewalttätigkeit einfach in der Öffentlichkeit präsent. Das ist übrigens ein Reichsbannermensch, das ist also ein typischer SA-Mann, oder zwei jeweils. Und die Unterzeile lautet, sozusagen, wir haben Fortschritte gemacht seit dem Ersten Weltkrieg, denn wir können endlich auch ohne äußeren Feind kämpfen und uns totschießen. Nämlich sozusagen in diesen bürgerkriegsartigen Gewaltzuständen.
Kurz noch zu der Fotografie rechts, aus Berlin-Spandau 1932, dann schon ein relativ typisches Bild in deutschen Straßen. Was ich da wichtig finde, ist, die Bedeutung von den Polizisten zu betonen. Also die SA kann nur so auftreten, wie sie auftritt, weil sie weiß, dass ihre Provokationen sozusagen im Zweifel nie ins Extreme eskalieren können, weil sie die Demonstrationen durchführt und im Zweifel doch geschützt wird von der preußischen Polizei. Also jedenfalls hier in diesem Fall von der preußischen Polizei. Das ist ein ziemlich raffiniertes Spiel mit der Obrigkeit, das die Nazis deutlich besser beherrschen als die Kommunisten. Die Kommunisten behaupten immer, der Polizist ist ein Schwein und er ist dem Arbeiter feindlich gegenüber eingestellt und deshalb ist der Polizist natürlich auch wenig geneigt, die Kommunisten zu mögen. Die SA-Leute behaupten, der Polizist wird ausgenutzt vom System und eigentlich sind wir auf deiner Seite und das finden die Polizisten deutlich besser. Und das führt dazu, dass die Polizei Anfang der 30er Jahre immer mehr Sympathien für den Nationalsozialisten entwickelt und dann tatsächlich auch das dazu beiträgt, dass Versuche demokratischer Politiker mit den Machtmitteln des Staates gegen die Nazis vorzugehen, immer mehr erfolglos bleiben. Es gibt dann ein Kapitel in dem Buch betitelt Der braune Kult um Jugendlichkeit und Gewalt, wo ich ein bisschen darauf eingehe, warum das eine attraktive Lebensform ist, bei der SA mitzumachen. Wie gesagt, wir reden vor allen Dingen von jungen Männern. Auf diesem Foto sehen Sie allerdings auch junge Frauen. Hier unten. Und das ist eine Aufnahme aus einem privaten Fotoalbum eines Berliner SA-Mannes vom Parteitag 1926 in Weimar. Also im Hintergrund der Neptunbrunnen, den können Sie noch sehen heute, wenn Sie nach Weimar fahren. Und das ist auch eine ganz typische Strategie. Ja, man besetzt öffentliche Plätze, man hängt das Hakenkreuzbanner dahin und man macht das, was heute wahrscheinlich so eine Art Selfie-Kultur ist. Also die Selbstinszenierung als uniformierter Verband, als Gruppe. Aber dieses Bild zeigt Ihnen auch, in Wirklichkeit ging es natürlich auch diesen jungen Leuten darum, herauszukommen von der Oberaufsicht ihrer Eltern, ein bisschen Abenteuer zu erleben, vielleicht mal sich den Frauen anzunähern und Ähnliches. Noch eine Aufnahme aus dem gleichen Fotoalbum. Also ein LKW im Hintergrund mit einem SA-Trupp, der Propaganda im Umland von Berlin macht. Auch dieses Foto mag ich sehr, denn Sie sehen, ich weiß nicht, wenn Sie Berlin kennen, das ist ungefähr bei Werder Obstplantagen im Hintergrund und es ist offenbar sehr kalt und es liegt Schnee. Und diese ganze Ortspropaganda, die da mit großem Aufwand gemacht wird, die ist natürlich bei so eichen Wetterverhältnissen im Winter relativ unerfolgreich. Denn niemand steht in der Obstplantage und schaut ihnen zu. Das heißt, solche Aufnahmen dienen erstmal auch der sozusagen Gruppenbildung nach innen. Man zeigt, wie entschlossen man ist und dass man sozusagen auch den schlimmsten Wetterverhältnissen trotzt. Und gleichzeitig haben die halt relativ wenig Werbewirkung nach außen entfaltet. Höchstens, dass man sagt, okay, die Leute stehen wirklich ein für das, was sie propagieren, denn sie nehmen sozusagen diese Widrigkeiten in Kauf. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich einer der Faktoren, völlig unabhängig von der Ideologie, die die Nationalsozialisten vertreten, dass das Leute sind, die tatsächlich was sozusagen auf sich nehmen für ihre Bewegung, was eine gewisse Werbewirkung nicht sozusagen verfehlt. Oder anderes Beispiel, dass manchmal gerade in den kleinen Dörfern Schwäbische Alb und Ähnliches bei den Wahlkämpfen die Nazis die einzigen sind, die mit solchen uniformierten LKWs da auftauchen, sich auf den Marktplatz stellen für eine halbe Stunde und sozusagen die einzige Partei sind, die da mal Flagge gezeigt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und sozusagen ja, Analogien zur Gegenwart, also welche Partei sich heute rechts als Kümmerpartei auftut, der kleinen Leute, die können sie ziehen, wenn sie wollen. Will dazu gar nichts sagen. Dann ein Kapitel über die Aspekte, die Sie vielleicht auch viel kennen. Also man verbindet ja die SA sehr stark mit diesem Terror 1933, den die SA vor allen Dingen deshalb dann ausüben kann, weil sie sozusagen von oben geschützt wird. Sie wird teilweise auch in den Rang einer Hilfstruppe erhoben und kann sozusagen mit staatlicher Billigung politische Gegner verhaften, inhaftieren, foltern. Die frühen Konzentrationslager werden zunächst von der SA betrieben. Die Aufnahme unten ist ein Foto aus Oranienburg bei Berlin. Dachau ist dann das zweite große Lager, aber es gibt hunderte, wenn nicht tausende weitere sogenannte wilde Konzentrationslager in dieser Zeit, in denen die lokalen SA-Stürme ihre Gegner verschleppen. Und diese wilden Konzentrationslager sind sehr gerne
in Wohngebieten. Es geht nämlich darum, sozusagen Angst und Schrecken zu verbreiten und den Leuten ganz sozusagen offen zu zeigen, wir können Gewalt ausüben und ihr könnt uns nicht daran hindern. Stellt euch besser nicht in den Weg. Sie sehen das hier bei dem Bild auch. Im Hintergrund ist eine Wohnsiedlung. Ja, also das ist das KZ Oranienburg. Da wird diese Praktiken, das nennt sich Sportübung. Das wird also vor den Augen der Stadtöffentlichkeit inszeniert. Ein Aspekt, der vielleicht weniger bekannt ist, den sehen Sie auf dieser Zeichnung hier von Felix Hartlaub, dem späteren Schriftsteller. 1933, 34 ist die SA, da gibt es ein sogenanntes SA-Hochschulamt und die SA ist sehr aktiv, die deutschen Hochschulen, den Kurs in diesen Hochschulen zu bestimmen. Und es ist im Frühjahr 1934 für alle Erstsemester verpflichtend, Trainingskurse bei der SA zu machen. Das dauert sozusagen von ihrem Arbeitspensum 2 bis 3 Tage die Woche. Also die Hälfte ihrer Zeit als Student verbringen sie tatsächlich in diesen Schulungskursen bei der SA oder, wie das Bild auch zeigt, bei bierseliger Geselligkeit. Dem konnten sie relativ selten entkommen. Es ist übrigens interessant, welche Fachrichtungen besonders die SA mögen und da Mitglied werden. Und ganz oben sind die Theologen. Ja, evangelische Theologie ist ganz besonders die Zahl der Theologiestudenten ist besonders hoch, überproportional hoch. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass diese Vorstellung des SA-Manns als christlicher Streiter zumindest damals in bestimmten Milieus tatsächlich verfängt. Gleichzeitig haben wir einen SA-Lebensstil, eine Art Lifestyle. Wenn Sie SA-Mann sind, dann wird Ihnen ein ganzes Package geboten. Schön ist das mit den Zigaretten, da sehen Sie dieses Poster links. Die SA tritt ja auch an gegen die großen Konzerne, die angeblich den kleinen Mann nur auspressen würden. Und was sie tatsächlich schafft, ist eine Kooperation mit einem Dresdner Zigarettenunternehmen, das sogenannte SA-Zigaretten produziert. Und der Deal ist folgender. Die SA-Stürmer werden im Grunde verpflichtet, nur noch diese eine Zigarettenmarke zu rauchen. Also Identität durch Konsum. Und von dem Gewinn, den man damit erwirtschaftet, der fließt wieder in die Finanzierung der SA-Gruppen zum Teil zurück. Und außerdem verpflichtet sich die Firma, arbeitslose SA-Männer einzustellen für den Vertrieb und Ähnliches. Oder, was die auch machen, die stürmen Händler, die die SA-Zigarette nicht führen, sondern die Konkurrenzprodukte und schmeißen denen die Scheiben ein. Das ist halt ein Beispiel. Und das ist übrigens wirtschaftlich nicht unerfolgreich. Also es kostet Herrn Remsmar als dem sozusagen Marktführer damals eine erhebliche Bestechungssumme bei Göring, um dann nach 1934 diesen unliebsamen Konkurrenten wieder vom Markt zu verdrängen. Die Firma Heidmann, kennen Sie heute vielleicht noch, Färbemittel, haben sich gehalten. Die bieten 1933 sozusagen die Möglichkeit an, das weiße Hemd in Braun umzufärben durch das schöne Nationalbraun. Und rechts sehen Sie einen Weihnachtsverkauf in Berlin 1933, SA-Puppen, BDM-Puppen und Ähnliches. Da sehen Sie sozusagen, wie schnell die NS-Durchdringung der deutschen Gesellschaft tatsächlich funktioniert. Zum Röhmputsch möchte ich vielleicht gar nicht viel sagen. Fragen Sie, wenn Sie möchten. Ich würde nur betonen, dass vieles, was wir über den Röhmputsch wissen, auf sehr wackeliger Grundlage steht, beziehungsweise fast alles Aussagen nach 1945 sind von Überlebenden, die aus verschiedenen Gründen kein Interesse daran haben, die wahren Vorgänge aufzudecken. Ich stütze mich in meinem Kapitel sehr stark auf ein bisher noch nicht publiziertes Tagebuch des Herrn, den Sie hier in der Mitte sehen. Das ist der Nachfolger von Ernst Röhm, Viktor Lutze, der einer der ganz wenigen SA-Führer ist, die von diesen Vorgängen im Sommer 1934 profitieren und offenbar starke Rechtfertigungsgefühle hat und dann anfängt im Herbst 1934 so eine Art politisches Tagebuch zu schreiben, was er bis zu seinem Unfalltod 1943 führt und was eine sehr interessante Quelle ist aus der Sicht sozusagen der SA-Führung auf die politischen Entwicklungen nach 1934. Mythos vom homosexuellen Nazi, auch da habe ich eine ziemlich dezidierte Meinung, nämlich diese Vorstellung, in der SA hätten sich besonders viele homosexuelle Männer sozusagen angezogen gefühlt und versammelt, die halte ich für nicht belegbar.
Es gibt natürlich homosexuelle Männer. Bei einer Gruppe von 3 Millionen Männern Anfang 1934 ist das ja auch nicht verwunderlich. Aber es gibt keinerlei belastbare Indizien, dass das jetzt sozusagen überproportional viele gewesen wären. Ich würde eher argumentieren, für Röhm und auch für einige andere bekannte homosexuelle SA-Führer ist das immer ein Problem, mit dem sie zu kämpfen haben, denn die allermeisten Nationalsozialisten lehnen Homosexualität stark ab. Dann kommt der interessante Teil, jedenfalls wahrscheinlich für die entsprechenden Forscher hier. Was passiert mit der SA nach dem Röhmputsch, der tatsächlich viele langjährige SA-Aktivisten zutiefst deprimiert? Aber es ist eben interessant, nicht alle treten aus, es treten auch neue Leute ein. Und im Sommer 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hat die SA immer noch 1 Million Mitglieder. Das ist also ein Schwund von den 3 Millionen von 1934, aber es ist immer noch 2,5-mal so viel wie Ende 1932, wo sozusagen SA-Mitgliedschaft auf, ja, können Sie darauf schließen, das sind die Leute, die mehr oder weniger sich ideologisch tatsächlich da wiederfinden und vielleicht nicht nur aus Selbstschutz oder Karrieregründen reingegangen sind. Anfang 1934, Ende 1933 spricht man übrigens auch von Beefsteak-Stürmen. Beefsteak-Stürme außen braun, innen rot, weil so viele Leute in die SA geströmt sind, einfach aus der Überlegung heraus, es ist natürlich viel besser, ich bin da drin, als dass die sozusagen Gewalt gegen mich anwenden. Also nicht alle Leute, die sie 1933, 34 in der SA finden, sind da jetzt drin, weil das Parteiprogramm der NSDAP so wahnsinnig überzeugend gefunden haben, sondern es gibt tatsächlich sehr viele Gründe. Nach 1934 versucht die SA dann, neue Aufgaben zu gewinnen. Der politische Gegner ist besiegt und insofern mit Straßenkampf kann man die Leute nicht mehr beschäftigen. Was sie dann tatsächlich macht und schafft, ist die deutsche Gesellschaft relativ stark zu durchdringen, indem sie beispielsweise beim Vereinswesen sich überall reinsetzt. Im Buch zeige ich das am Beispiel von Reitervereinen und beim Beispiel von Schießvereinen, Kleinkaliberschießen etc. Drittbeliebteste Sportart in Deutschland der 20er und 30er Jahre. Also das sind keine Randphänomene. Und beim Reiten können Sie das auch ganz schön sehen. Da kann die SA punkten, weil sie beispielsweise Leute, die normalerweise Reitsport nicht betreiben können, weil sie einfach kein Geld haben, sich ein Pferd zu leisten oder der reiche Bauer des Dorfes sie nicht sozusagen reiten lässt, den reichen Bauern können sie dann zwingen, indem einfach die SA sagt, hör zu, du musst das möglich machen, dass im Dorf alle mal reiten lernen können. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die können wir auch militärisch nutzen, sodass die SA tatsächlich in diesen Landgemeinden und auf dem Dorf vielen Leuten auch Möglichkeiten bietet, die vorher nicht da sind. Und in gewisser Weise das soziale Versprechen der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, es würde jetzt sozusagen für mehr sozialer Ausgleich gesorgt. Da gibt es Beispiele, wo das zu stimmen scheint. Jedenfalls, wenn Sie davon absehen, dass natürlich ganz andere Leute, besonders die Juden, von Anfang an ausgeschlossen werden, und zwar sehr radikal ausgeschlossen werden. Und da ist eben die SA eine Bewegung, die das von Anfang an und konsequent durchzieht. Also es ist nicht nur 1938 im November, dass die SA die Synagogen anzündet und niederbrennt, sondern antisemitische Ausschreitungen durch die SA finden die ganzen 30er Jahre über statt, wenn auch 1938 besonders massiv. Und hier auf dem Foto sehen Sie vielleicht, also ich mag das, weil das so für mich illustriert, wie gut diese Durchdringung funktioniert hat. Sie sehen eine Hochzeit eines SA-Manns, der seinen gesamten SA-Sturm da auf das Hochzeitsfoto mitbringt und auch die Kinder hier sozusagen schon in die kleinen SA-Uniformen reinsetzt. Andere Aufnahmen der SA in dieser Zeit. Hier oben links das Olympiastadion. Das ist vielleicht typisch, weil Sie sehen, dass die Ideologie der SA, dass es nicht auf einzelne Spitzenleistungen ankommt, Klammer auf, wie bei der SS, sondern dass es darauf ankommt, in der Gemeinschaft gemeinsam zum Erfolg zu kommen, auch in dem SA-Sport sich widerspiegelt. Also diese Übung da oben ist natürlich, da geht es sozusagen dem Einzelnen Dinge zu ermöglichen durch die Gruppe, die ihn unterstützt. Ganz ideologisch, ganz typisch. Und das Foto rechts daneben ist schon die Vorbereitung auf den Krieg. Und im Zweiten Weltkrieg ist tatsächlich die SA an der sogenannten Heimatfront, also in den Städten des Deutschen Reiches, immer wichtiger, weil natürlich viele andere Männer eingezogen werden und nicht zur Verfügung stehen. Und die SA sozusagen für die Partei eine Organisation ist, die man ad hoc mit allen möglichen Aufgaben
betreuen kann und die gleichzeitig so eine Art Zusammenhalt und eingespielte Kommandostruktur haben, dass sie da auch gewisse verlässliche Ergebnisse erzielen können. Das Foto unten links, Einmarsch deutscher Truppen im Sudetenland, wo tatsächlich die SA eine relativ wichtige Aufgabe übernimmt. Und sozusagen diese Expansion des Dritten Reiches ist die Gelegenheit für die SA, auch militärisch, paramilitärisch wieder Punkte zu machen und an Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und interessanterweise unter den Volksdeutschen in den dann eingegliederten und besetzten Gebieten ist der Zulauf zur SA besonders groß. Es gibt auch Germanisierungspläne, Siedlungspläne der SA. Wir verbinden das oft mit der SS, aber im Grunde vorher ist die SA und die SS übernimmt dann nur die Pläne. Das bezieht sich einerseits auf Siedlungsprojekte im zu erobernden Osten und das andere sind die sogenannten SA-Siedlungen. Rechts zum Beispiel ein Foto aus Rosenheim, die auch wieder sozusagen inszeniert werden, um die sozialen Versprechungen des Regimes zu beglaubigen. Also es werden am Stadtrand günstiger Wohnraum geschaffen für kinderreiche Familien und da arbeiten die SA-Stürme zum Teil mit, zum Teil ziehen sie auch selber ein. Also da wird sozusagen für die eigenen Leute auch was getan, selbst wenn die Siedlungszahlen an sich nicht besonders spektakulär sind, sondern oft auch hinter dem zurückgehen, was die Weimarer Republik an Siedlungsbestrebungen und Siedlungsprojekten hatte. Eine Mustersiedlung der SA steht heute noch in Wielce Gardło, in früher hieß es Glaubenstadt, Ende der 30er Jahre in Oberschlesien gebaut. Wenn Sie von Breslau nach Krakow fahren über die, ich glaube, A oder M4, kommen Sie fast dran vorbei. Also wenn Sie das nochmal live sehen wollen, solche Mustersiedlungen, wie man die später nach dem sogenannten Endsieg in ganz Osteuropa errichten wollte, können Sie das noch tun. Und ich versuche es ein bisschen schneller, sonst haben wir keine Zeit für Gespräche und das ist ja eigentlich wichtiger. SA im Zweiten Weltkrieg ist gleichfalls ein Thema, wo die SA immer nach dem Krieg behauptet hat, wir hatten da wurde wenig gemacht von uns, wir hatten da keine wichtige Rolle. Das stimmt aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen kann man zeigen, dass gerade in der Endphase des Krieges SA-Verbände, insbesondere in den besetzten Gebieten, polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, Deportationen, Kriegsgefangene bewachen, aber auch Partisanen sozusagen bekämpfen, teilweise in Zivil. Also sie können SA-Verbände, die militärisch geschult sind, immer da einsetzen, wo sie das vielleicht mit der offiziellen Uniform noch nicht können. Und dann gibt es auch Kampfverbände, wie hier die SA-Standarte Feldherrnhalle, die übrigens sehr, sehr viele Mitglieder der späteren Fallschirmjägertruppen stellen. Und wo ich zumindest die These vertreten würde, einer der Gründe, warum die deutsche Wehrmacht oder warum bestimmte Truppen der deutschen Wehrmacht so kämpfen, wie sie kämpfen und warum sie ideologisch so stark mit dem NS übereinstimmen, liegt daran, dass es eben diese Kontinuitäten gibt von SA-Leuten, die in die Wehrmacht dann einrücken und das eigentlich bis zum Schluss. Letzter Punkt, auch der Volkssturm 44, 45 wird oft von SA-Führern befehligt und teilweise sind es eben auch sozusagen der regionale oder lokale SA-Führer, der sich in den allerletzten Kriegstagen dann ermächtigt sieht, selber sozusagen bis zum letzten Tag die SA und die NSDAP und im Grunde das Nationalsozialistische Dritte Reich zu verteidigen, indem dann zum Beispiel übergabewillige Bürgermeister noch erschossen werden. Ja, Beispiele hier aus der Gegend kennen vielleicht einige von Ihnen. Also bis zum Ende, das wäre mein Punkt, bis zum Ende des Dritten Reichs, bis 1945, ist die SA für die Aufrechterhaltung dieses NS-Regimes von zentraler Bedeutung, und zwar nicht nur in den Kerngebieten des Deutschen Reichs, sondern vielleicht mehr noch in den annektierten und neu eroberten Gebieten. Über die SA-Diplomaten in Südosteuropa sage ich weniger, nur das ist eines der Argumente, was oft kommt. Die SA hatte ja zum Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Holocaust gar nichts zu tun. Auch das ist nachweislich falsch, denn es gab 1940, 41 insgesamt 5 hochrangige SA-Führer, die zu deutschen Botschaftern in Südosteuropa ernannt wurden. Ungarn, Rumänien, Kroatien, Slowakei, Bulgarien. Hier haben Sie die Herren alle auch nochmal im Bild. Und die in diesen Ländern tatsächlich für die Durchführung des Holocaustes eine wichtige Rolle spielen. Alle diese Länder sind mit Deutschland verbündet, aber von Deutschland nicht besetzt. Und sie können also nicht einfach ihre Soldaten hinschicken und die Leute deportieren, sondern sie sind auf die Kooperation einheimischer Kräfte angewiesen. Und sie müssen das diplomatisch vorbereiten. Und das machen diese SA-Führer, die alle ausgewiesene Antisemiten sind und
Insofern kann man nicht davon sprechen, dass die SA sozusagen in den Holocaust nicht eingebunden worden wäre. Zusätzlich zu der lokalen Ebene natürlich, für auch bekannt ist, dass die SA die Organisation ist, die besonders durch viele antisemitische Gewaltaktionen auffällt. Letzter Punkt, obwohl vielleicht auch Dietmar Süß mich noch darauf ansprechen wird. In der Nachkriegszeit ist es für die SA sehr günstig, dass sie als nicht verbrecherische Organisation eingeschätzt wird, schon 1945-46. Nicht verbrecherisch in Nürnberg heißt, hat sich nicht am Angriffskrieg maßgeblich beteiligt. Es ist ganz interessant, wie die SA das schafft, denn da gab es auch andere Sichtweisen, aber es dient als Freifahrtschein für Millionen von ehemaligen SA-Leuten, denen man dann einfach Mitgliedschaft in der SA nicht vorwerfen kann, sondern man muss ihnen nachweisen, dass sie bestimmte Verbrechen begangen haben. Das kann man von 1933-34 oft ganz gut und da gibt es dann auch Verurteilungen. Aber was ein SA-Mann, der im Osten eingesetzt wurde, hinter der Front, was er da gemacht hat, da hat keiner so richtig nachgefragt und wollte auch keiner wissen. Und dadurch ist dieser Aspekt ziemlich in Vergessenheit geraten. Und wie Sie auf der rechten Seite sehen, das Foto, vielleicht ganz typisch, Hans Gmelin, der Vater unserer ehemaligen Bundesjustizministerin, wird 1954 in Tübingen zum Oberbürgermeister gewählt, obwohl er sozusagen eine große Karriere in der SA gemacht hat, übrigens auch gearbeitet hat in der Botschaft in Bratislava und insofern in den Holocaust aufs Engste persönlich verstrickt war. Und er gewinnt diese Wahl in Tübingen, weil er Nationalsozialist ist und weil er diese Geschichte in der SA hat und nicht obwohl. Und damit ende ich erstmal und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Dietmar und dann mit Ihnen. Ja, auch von meiner Seite erst nochmal vielen Dank für den Überblick über dieses spannende, wichtige Buch. Ein Buch, in dem es ja vor allen Dingen, jedenfalls habe ich so gelesen, um unsympathische Männer geht. Unsympathische Männer jetzt auch nochmal ganz zum Schluss und vielleicht können wir an diesem Beispiel gleich nochmal diese Geschichte so ein bisschen Revue kapitulieren, die ja auch unsere Vorstellungen von der Geschichte der SA bis in die Gegenwart prägt, also dieser Fall Gmelin. Vielleicht könntest du über den noch ein bisschen mehr sagen, denn der erzählt ja, so habe ich das im Buch jedenfalls gelesen, nicht nur eine Geschichte darüber, wie ein ehemaliger Nationalsozialist aktiv in den Holocaust sozusagen auch an prominenter Stelle involviert, wie der nach 1945 mit seiner eigenen Vergangenheit umgeht, nämlich gar nicht so geheimnistuerisch, sondern sehr aktiv und gleichzeitig verklärend und wie gleichzeitig diese Geschichte, was denn eigentlich SA bedeutet, in die eigene Familienbiografie Einfluss nimmt, in einer Familie, in der mit der ehemaligen Justizministerin ja eine engagierte Sozialdemokratin über die eigene Vergangenheit nachdenkt. Und das ist ja doch eine sehr widersprüchliche Geschichte. So habe ich jedenfalls diesen letzten Teil gelesen. Ja, aber widersprüchlich, aber auch ganz typisch. Also ich glaube, dass das eher der Normalfall ist. Diese deutschen Biografien des 20. Jahrhunderts, Familiengeschichten, die sind eben so. Sie haben Täter und Opfer oft nah beieinander. Und bei dem Fall Gmelin, oder sage ich erstmal was Allgemeines, bevor ich auf diesen Einzelfall gehe. Das Allgemeine wäre, was mir oft Leute gesagt haben, vielleicht heute auch, oder vielleicht nicken einige, es gibt so bei dem, wenn man zu dem Thema forscht, dann gibt es viele Leute, die dann sagen, ja, irgendwie mein Großvater, ich glaube, der war auch in der SA, aber ganz genau weiß ich nicht, was der gemacht hat. Das heißt, da ist so ein, und ich glaube, dass das auch stimmt, die Leute wissen das nicht. Man hat sozusagen auch daran wieder, da kann man wieder sehen, dass irgendwie ein Bewusstsein dafür da ist, wie die SA doch stark seine Menschen geprägt hat und auch eine wichtige Rolle im Dritten Reich hatte, aber irgendwann dann das Wissen darüber, was das eigentlich war, abgebrochen ist in der Nachkriegszeit. Und da kann ich jetzt die Brücke zu Gmelin schlagen. Gmelin, also der Hintergrund ist, dass es ein offenbar sehr karrierebewusster, durchaus kluger Mann und auch nicht unsympathisch. Ja, also weil du das am Anfang sagtest, die SA-Männer sind also unsympathisch. Das glaube ich nicht.
die SA-Männer sind, wir reden von Millionen von Männern. Manche sind Unsympathen, andere sind ganz sympathisch. Und das hat übrigens auch die antifaschistische Publizistik der 30er Jahre erkannt. Es gibt nämlich einige Romane, die durchaus sympathische SA-Männer zeigen und wo dann gezeigt wird, wie dieser sympathische SA-Mann eigentlich verführt wird von der Bewegung oder wie er benutzt wird. Das heißt, wir sind wahrscheinlich näher an der Realität der Zeit, wenn wir davon ausgehen, dass sozusagen der freundliche SA-Mann, der eigentlich, den man mag, dass es den auch gegeben hat. Und der Gmelin ist so einer, der als Student in Tübingen und später dann als Studentenführer und SA-Führer durchaus Unterstützung und Zulauf hat und ganz charismatisch auftritt. Außerdem ist er ganz klug und macht seine Jurakarriere. Das heißt, der bleibt in der SA, der geht auch nach 34 nicht raus, der macht einfach weiter. Und das ermöglicht ihm oder er fällt dann dem damaligen SA-Gruppenführer auf, der zum Botschafter ernannt wird und der nimmt sozusagen seinen besten Mann dann mit. Und nach dem Krieg redet Gmelin immer davon so, ja, ich war in der SA, das stimmt, das war so eine Art Sportverein. Den habe ich da in Tübingen betrieben und eigentlich hatten wir eine richtig dufte Kameradschaft und das war prima. Und dann kam der Krieg, ja, und da wissen wir ja, was im Krieg war und es war alles schlecht und so. Und deshalb musst ihr mir sozusagen eine zweite Chance geben. Also er tritt dann an 1953, 54 und sagt, ich bin ein deutscher Mann, der sozusagen geläutert ist, der viel mitgemacht hat, der aber in Deutschland geblieben ist und nicht wie die Immigranten sozusagen sich vom Acker gemacht hat. Also ich habe alle Schrecken mitgemacht. Ich verstehe auch euch, denn ich habe euch ja damals schon geführt und ich will mich jetzt bewähren in der demokratischen Grundordnung. Und das wirkt offenbar relativ überzeugend. Und was er tatsächlich gemacht hat während des Krieges, das wird verschwiegen von ihm. Und das Interessante ist, dass eben auch seine Tochter, also mit der ich auch telefoniert habe vor 2-3 Jahren, aber nicht sehr lange, dass sie diesen Aspekt interessanterweise nicht wahrhaben will oder ausblendet. Also die für sich in Anspruch nimmt natürlich, die Geschichte kritisch aufzuarbeiten, die mir auch gesagt hat, ja, mit meinem Vater habe ich mich oft gestritten über das Politische und ich weiß, der hat auch Altnazis protegiert und da war irgendwie ein Punkt, mit dem sind wir nie übereingekommen, aber wir konnten zu Hause sozusagen wenigstens darüber offen diskutieren. Das war also ihre Position. Und was es aber bedeutet hat, in der deutschen Botschaft 1940/41 in Bratislava zu sein, da habe ich bei ihr nicht gespürt, dass sie das begriffen hat. Das wäre so sozusagen das Selbstbild eines anständigen Nationalsozialisten, das der Gmelin von sich selber zeichnet. Würdest du denn sagen, dass diese Netzwerke ehemaliger SA-Funktionäre, SA-Aktivisten auch in den 50er und 60er Jahren noch stark die Erinnerungen an die SA selber prägen oder geprägt haben? Ganz unbedingt. Also ich glaube mehr noch auf dem Land oder in kleinen Städten, wo sozusagen die personale Kontinuität natürlich viel höher ist und wo vielleicht aus dem Sportverein oder Reitverein, der sozusagen der SA unterstellt wird, dann einfach wieder der Reitverein wird. Die Leute sind aber dieselben. Und ich habe das selbst noch vor 8 Jahren bei Recherchen erlebt, vielleicht auch eine Anekdote. Ich traf mich mit jemandem in einem Dorf, sozusagen der Dorfhistoriker fortgeschrittenen Alters, und ich wollte was ganz Bestimmtes von ihm wissen. Und er hatte dann noch einige andere Herren mitgebracht in sein Wohnzimmer zum Kaffee und Kuchen trinken. Und er stellte sich dann als der einstige SA-Sturm heraus, die dann auch mir ihr Liedgut noch präsentiert haben. Also, und da reden eine ganz sympathische Runde offenkundig. Halb. Also ich sag mal so, ich habe mit denen dann auch noch ein Bier getrunken für die Wissenschaft, aber ja, es ist ein komisches Gefühl, aber gleichzeitig sind das natürlich dann alte, auch freundliche Herren. Ja, und das darf man ja auch nicht sozusagen geringschätzen. Und das ist vielleicht auch die Frage, was haben diese Leute wirklich gemacht? Und da ist es eben auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, man kann tatsächlich nicht von der Mitgliedschaft in der SA zu einem bestimmten Zeitpunkt auf aktives Handeln schließen, sondern das muss man wirklich genauer gucken, was die Leute gemacht haben. Klar ist aber, so diese Blanko-Entschuldigung, man sei ja guter Nationalsozialist gewesen, in der zugespitzten Fassung übrigens mit dem Argument, ja, wir waren die guten Nazis, aber nach 1934 konnten wir nicht mehr, da haben die bösen Nazis übernommen, das waren die von der SS. Diese Entschuldigungsstrategie sozusagen, die ist sehr präsent in der Nachkriegszeit. Und vielleicht noch der zweite Faktor, warum die SA so schnell verschwindet: die allermeisten, gerade der jüngeren SA-Leute, werden in die Wehrmacht eingezogen. Und dadurch haben die nach 1945 verschiedene Identitäten, aus denen sie wählen können. Sie können natürlich sagen, ich war der langjährige SA-Sturmführer aus dem Dorf X, aber sie können auch sagen, ich war der Wehrmachtssoldat, da und da eingesetzt.
Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die meisten für die vermeintlich saubere Wehrmacht optiert haben. Ein ganz zentrales sozusagen Leitmotiv, das durch das ganze Buch durchgeht, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, ist die Rolle, die Faszination, auch die Praktiken von Gewalt. Bei aller sozusagen retrospektiven Pazifizierung der eigenen Lebenswirklichkeit geht es immer wieder um die Frage der Gewaltausübung, der Gewalterfahrung. Die Gründungsgeschichte der SA ist eine, in der Gewalt gerade ja hier in München doch eine ganz zentrale Rolle spielt, sich vielleicht auch stärker zu machen, als man eigentlich ist. Was würdest du denn sagen, trägt diese Perspektive auf die Geschichte der SA für unser Verständnis vom Nationalsozialismus eigentlich bei? Was verändert eine solche Gewaltgeschichte des Dritten Reichs, wie du sie geschrieben hast, mit Blick auf sozusagen unser generelles Verständnis über die Zeit des Dritten Reiches? Große Frage. Vielleicht eine vorläufige Antwort. Auf jeden Fall, dass es wichtig ist, verschiedene Seiten von Gewalt oder verschiedene Wirkungen von Gewalt im Blick zu haben. Und wir haben sehr stark jetzt auch in der Forschung, in der öffentlichen Diskussion natürlich immer auf die Gewalt gegen andere abgehoben und wie schlecht das sei und wie schrecklich. Und der Aspekt, dass die Gewalt auch nach innen wirkt, nämlich sozusagen Vergemeinschaftung innerhalb solcher gemeinsam gewaltausübenden Verbände da ist, das ist zumindest auch sehr wichtig. Und bei der SA kann man das auch sehen, selbst als der politische Gegner besiegt ist, werden SA-Männer weiter sozusagen auf diese Streifen geschickt, weil man meint, oben in der Führung auf das gemeinschaftliche Erlebnis von gemeinsam durchgestandener und ausgeübter Gewalt nicht verzichten zu können. Und vielleicht ein weiterer Punkt noch ist die Vorstellung, die wir ja heute wahrscheinlich öfter haben, dass sozusagen die Gewalttaten alleine dafür sorgen, eine bestimmte politische Ideologie zu delegitimieren. Also sozusagen die Vorstellung, heute könnte das nicht mehr so sein, weil die Schrecken so groß sind und allen klar vor Augen steht, dass Gewalt abzulehnen ist. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sein müssen und man zeigen kann, Gewalt ist ein Mittel in der politischen Auseinandersetzung, was bestimmte Vor- und bestimmte Nachteile hat. Und für bestimmte Leute ist das eines der ganz wenigen Mittel, sich Gehör und sich Macht zu verschaffen. Und davon profitieren die Leute, die in SA-Einheiten auf dem Land sind. In dem Buch gibt es ein Beispiel, ich glaube aus Teisendorf, richtig? Marktflecken, Teisendorf, Voralpenland, Chiemsee. Sie werden das besser wissen als ich. Ich fand das nur zufällig in einer Akte, wo ein Bürgermeister abgesetzt wird und von einem Nazitreuen ersetzt wird 1936. Und dieser nazitreue Bürgermeister versammelt oder führt dann eine Strafexpedition gegen sein eigenes Dorf durch, indem er die SA-Verbände aus den Nachbargemeinden mal einlädt am Sonntag. Die stören dann den kirchlichen Gottesdienst, die gehen hinterher in das Wirtshaus und sorgen sozusagen dafür, dass da politisch ein bisschen aufgemischt wird. Und wer sich in noch nur irgendeiner Weise gegen diese Eindringlinge von außen stellt, wird gleich abgeführt und einige Tage eingesperrt. Und das ist vielleicht ein sozusagen nicht besonders aufregendes Beispiel, aber es zeigt, was diese SA-Einheiten, wo sie angeblich so wenig Bedeutung haben, tatsächlich noch für eine politische Macht haben auf der unteren regionalen Ebene. Und wenn Sie das umdrehen, dann sind Sie sozusagen als jemand, der im SA-Verband aktiv ist, haben Sie eine bestimmte Macht, können Sie auch vielleicht gegen Leute vorgehen, wo Sie sonst sozial sehr wenig Möglichkeiten haben. Und ich glaube, dass das zur Attraktivität der SA und auch des Nationalsozialismus beiträgt und vielleicht auch einer der Gründe ist, warum auch nach dem Zweiten Weltkrieg viele Leute dieser Ideologie nach außen vielleicht abgesporen haben, aber nicht wirklich. Also, weil das war sozusagen die Phase, wo sie sich mal einmal mit einem politischen Projekt identifiziert haben, das ihnen auch ganz konkrete Vorteile gegeben hat, auch Bereicherung und Ähnliches. Und deshalb gibt es da doch eine sehr starke Loyalität. Also insofern Vorsicht sozusagen vor der Annahme, Gewalt alleine, da sind wir drüber weg. Also das ist nach wie vor eine Strategie, die man reaktivieren kann in der Politik. Die SA ist ja nicht nur sozusagen aktiv selber Gewalt auszuüben gegen den politischen Gegner, Teil des antisemitischen Ausschreitungen
sondern sie ist ja in gewisser Weise sozusagen selber Gegenstand und auch Opfer, wenn man so will. Du bist im Vortrag jetzt nicht sehr also ausführlich auf das, was wir mit dem Begriff Röhmputsch verbinden. Und ich glaube trotzdem, dass es vielleicht nochmal ganz hilfreich wäre, diese Situation im Sommer 1934 zu beschreiben, damit sozusagen auch diese zentrale Idee dieses Buches vielleicht noch deutlicher wird, zu verstehen, was denn da eigentlich mit der SA passiert und warum das jetzt eigentlich eben keine Untergangsgeschichte ist. Denn man könnte ja guten Gewissen sagen, also sozusagen mit der Ermordung Röhms endet irgendwie diese Geschichte. Aber es tut es ja eben doch nicht, wie du deutlich machst. Deswegen wäre das, glaube ich, nochmal ganz für uns alle ganz hilfreich, das nur einfach nochmal kurz zu skizzieren. Schließlich ist das ja auch der Ort letztlich. Wir reden über München, wir reden, Dachau spielt eine wichtige Rolle, Stadelheim spielt eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Das ist also auch letztlich eine Geschichte dieser Stadt. Ja, ich würde trotzdem sagen, die SA-Geschichte muss man nicht vom Sommer 34 erzählen. Also das ist unzweifelhaft eine wichtige Zäsur. Aber es ist nicht der Schlüssel zum Verständnis der SA insgesamt. Und wenn du jetzt darauf abspielst, was da passiert ist, also wirklich in ganz groben Worten. Viele der SA-Männer sind frustriert, schon relativ bald, schon 1933, weil ihnen die sozialen Umwälzungen, auch die politischen Umwälzungen im entstehenden Dritten Reich nicht weit genug gehen. Und weil sie oft auch im Wettkampf um Stellenposten und ähnliche Fründe unterliegen, nämlich den besser ausgebildeten, wendigeren Leuten, die dann in großer Zahl in die Partei strömen und sozusagen als Konkurrenz da sind. Und es gibt eben den SA-Führer Ernst Röhm, ein bayerischer, letztendlich Monarchist, Paramilitär, Strippenzieher, der die Idee verfolgt, die SA mal ganz groß rauszubringen und eigentlich die deutsche Gesellschaft im Sinne der SA in allen Ebenen umzugestalten und der aus diesem dann sehr stark eben auf über 3 Millionen angewachsenen Verband eine veritable Konkurrenz zur nach wie vor auf 100.000 Mann durch den Versailler Vertrag begrenzten Reichswehr macht. Also wir haben sozusagen verschiedene Frontstellungen um die Frage, wer ist eigentlich der legitime Waffenträger im nationalsozialistischen Dritten Reich, und das wird offenbar von einer Gruppe innerhalb der nationalsozialistischen Spitzenfunktionäre im Verein mit führenden Militärs als Bedrohung gesehen, sodass es sozusagen hinter den Kulissen zu einem Machtkampf kommt, der sich dann in einer Art Showdown gelöst wird. Die Vorstellung, die SA hätte eine sogenannte zweite Revolution vorbereitet, ist aber sozusagen eine Legende. Die SA hatte keine Pläne entwickelt, zu putschen, sondern das ist sozusagen von der Gegenseite hochgeschrieben worden, um einen legitimen Grund zu finden, um gegen diese SA-Führung vorzugehen. Und vielleicht auch wichtig, das, was passiert in der Lacht nach der Langen Messe, geht ja nicht nur gegen die SA, ja, sondern es gibt auch andere Gruppierungen, konservative Gegner des Nationalsozialismus, wie der Kurt von Schleicher und andere Leute im Umkreis von Papen, die versuchen, die Nazis sozusagen von rechts zu attackieren und das als Pöbelherrschaft sehen. Auch da werden Leute umgebracht und ermordet, sodass das so eine Art Rundumschlag ist. Und Hitler hat da offenbar gar nicht die zentrale Rolle gespielt, sondern wird erst sozusagen von anderen Leuten wie Göring in diese Rolle gedrängt. Und wichtig ist der Röhmputsch nicht nur für die Geschichte der SA natürlich, sondern auch, weil das ein ganz entscheidendes Meilenstein ist, dass es mit dem Rechtsstaat auf jeden Fall in Deutschland vorbei ist. Also ein Regime, die mit solchen politischen Morden durchkommt und auch die Rückendeckung weiter Teile der Gesellschaft dafür bekommt, das hat sich sozusagen nackt gemacht. Würdest du denn sagen, dass die Geschichte der SA eine besonders bayerische Geschichte ist oder eine besonders Münchner Geschichte? Als Ostwestfale dürftest du das ja sagen. Am Anfang ja. Also die ersten Verbände und die Geschichte der frühen SA bis 1923, die ist vor allen Dingen in Bayern. Es gibt ein paar Zellen in Baden, also in Württemberg, noch nicht Baden-Württemberg, und auch im südlichen Sachsen. Aber der Kern ist schon hier. Und später dann, Mitte der 20er Jahre, ist das nicht mehr so eindeutig. Da gibt es auch im Ruhrgebiet und in Norddeutschland
Verbände, die aber wie gesagt teilweise sehr autonom sind. Und es gibt dann später, als es dann von München aus im ganzen Reich gesteuert wird, auch verschiedene Flügel der SA. Und da gibt es sozusagen den norddeutschen, fast sozialistischen Flügel der SA. Und dann gibt es eher den, wenn Sie so wollen, konservativen, bayerischen, sehr stark antisemitischen Flügel der SA. Also da gibt es dann schon Unterschiede und dann ist es aber keine rein bayerische Geschichte mehr. Bei deinen Recherchen, die dich ja in ganz viele Archive geführt haben, was war so aus deiner Sicht der Befund, über den du eigentlich am meisten verwundert warst? Die Akten, wo dir vielleicht die Spucke weggeblieben ist, wegen der vielleicht der Brutalität oder wegen der Komik, die damit auch verbunden ist. Du hast die Witze, über die Engländer offenkundig deine Kollegen nicht mehr lachen. Hier geht's noch, aber vielleicht liegt das auch an anderen Dingen. Was würdest du sagen? Also gab es einige interessante Erlebnisse vielleicht, an was ich mich jetzt spontan erinnere. Bei diesen SA-Generälen, mit denen ich mich wirklich ein bisschen näher beschäftigt habe, da haben zwei von diesen fünf haben regelmäßig auch Notizen aufgeschrieben, tagebuchartig. Der eine hatte so eine Art, meine Aphorismensammlung. Also immer wenn mir was Tolles eingefallen ist, habe ich das notiert, nannte das Goldenes Buch. Und der andere hat Tagebuch geschrieben Also was mich da interessiert hat oder was ich wirklich spannend fand, war, dass die sich fast so als Künstler sahen. Es gab ja jetzt auch neuere Bücher über Hitler als Künstler, aber also die halten sich für wirklich große Männer mit künstlerischen, artistischen Neigungen, mit besonderen Fähigkeiten. Und das ist sozusagen ein sehr starker Kontrast zu dem, was sie wirklich tun und wie wir sie selber auch wahrnehmen würden. Also diese Diskrepanz, die ist mir mehrfach aufgefallen. Ein zweiter Aktenfund, den ich sehr spannend fand, aber auch wieder in Wohnzimmer von Nazi-Familien geführt hat, war dieses Tagebuch von dem Herrn Lutze, was ich schon erwähnt habe. Es ist nämlich interessant, dass dieses Tagebuch eine ganz interessante Überlieferungsgeschichte. Es liegt seit den 70er Jahren im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn im Giftschrank und es ist auch nicht im Katalog verzeichnet. Also wenn Sie nicht danach fragen, wenn sie es auch niemals finden. Und dann habe ich eben da gefragt und dann wurde mir mitgeteilt, ja, das haben wir schon hier. Habe ich gesagt, das ist ja interessant, das möchte ich mal sehen. Und dann hieß es, ja, da müssen wir erstmal die Familie fragen. Um das Okay der Familie zu bekommen, dieses Tagebuch zu lesen, musste ich also diesen greisen Neffen von Viktor Lutze besuchen. Und mit ihm Kaffee trinken, aber dann ging das auch. Und was ich daran eben so interessant finde, ist, dass die Ebert-Stiftung bis in die jüngste Gegenwart also da eine sehr defensive Politik verfolgt hat. Ja, man hätte auch sagen können, wir haben das, wir können das der Forschung zur Verfügung stellen. Du kannst doch klagen gegen uns als Familie. Also das hat mich auch gewundert, wie legalistisch und wie teilweise auch der Umgang mit solchen Archivarien aus der Nazi-Zeit ist, die trotz aller sozusagen Aufklärung irgendwie, ja, viele Leute offenbar noch denken, dass die sowieso radioaktives Material strahlen und muss man die unbedingt in den Giftschrank legen und sonst sozusagen und am besten gar nicht drüber reden, dass es die überhaupt gibt. Also das ist mir auch mehrfach aufgefallen. Wenn solche Probleme im Umgang beispielsweise auch mit dem Urheberrecht kennen wir ja auch aus ganz vielen anderen Bereichen, Tagebücher, wenn man nur daran denkt, wie viel die Leute, die nicht besonders sympathisch sind, an Goebbels Tagebüchern verdienen. Das gehört ja auch mit zu dieser Geschichte. Vielleicht noch, bevor wir dann auch die Gesprächsrunde öffnen fürs Publikum, das Bild, das Cover zeigt ja so eine marschierende SA-Gruppe von oben und eine von den, wie ich finde, besonders interessant, also es ist eigentlich nur eine kleine Geschichte, aber die ist vielleicht gar nicht unwichtig, ist die Geschichte, die damit zusammenhängt, warum eigentlich der Nationalsozialismus braun wird, also Braunhemden. Wir haben eben unsere Farbpalette nochmal erweitert mit der neuen Farbe Nationalbraun. Das ist ja ein ganz eigenes Braun. Aber dahinter steckt ja doch eine ganz, ganz wichtige, also kleine Geschichte auch der Uniformierung und auch der überhaupt nicht so eindeutigen Geschichte, die damit verbunden ist. Vielleicht könntest du das, du hast es in dem Vortrag kurz erwähnt, nochmal erzählen, wie wird der Nationalsozialismus eigentlich oder die SA braun? Ja, vielleicht wichtig, am Anfang sind die nicht braun. Ja, die tragen Windjacken und alle möglichen Gamaschen hier in Bayern, aber das Einzige, woran sie die wirklich erkennen können, das sind die Hakenkreuzbinden
also rote Hakenkreuz binden. Und ansonsten hat man erstmal keine einheitliche Uniform und es dauert dann in den 20er noch ziemlich lange, diese einheitliche Uniform durchzusetzen. Das hat wieder auch mit Geld zu tun. Und worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus willst, ist diese Geschichte, dass das braune Hemd sozusagen aus dem Stoff der ehemaligen deutschen Kolonialtruppen hergestellt wird, weil es einfach einen militärischen Restposten gibt. Also das Deutsche Reich muss die Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg abgeben. Entsprechend wenig Bedarf hat man, sozusagen Kolonialtruppen neu einzukleiden, aber man hatte offenbar diesen Stoff schon angekauft und der lag jetzt in irgendeinem Depot und man versucht daraus irgendwie noch Geld zu machen. Und es konnte, also ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, aber jedenfalls hinreichend Menge Stoff für deutsche Kolonialtruppen waren zu Verkauf und die NSDAP, die jetzt auch nicht im Geld schwamm, hat einfach ein Schnäppchen gemacht und hat davon abgesehen, dass diese Farbe vielleicht nicht die schönste war. Und so kommt man erstmal zu diesem Hemd. Das Interessante ist dann, dass die NSDAP eine Reichszeugmeisterei ins Leben ruft und diese Sachen zentral vermarktet. Also so ähnlich wie heute bei den Fußballhemden. Die Gewinnspanne ist ja enorm. Also wenn Sie ein T-Shirt von Bayern München kaufen, weiß nicht, was es hier kostet, schätzungsweise 100 Euro, Herstellungskosten, Apfel und ein Ei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und Sie brauchen natürlich das Originaltrikot. Ja, nicht irgendwie aus dem Supermarkt für 10 Euro eine Replik oder so. Sie müssen das Originaltrikot kaufen. Und die SA macht es genauso. Sie werden verpflichtet, als SA-Mann dann nur das Originalhemd zu haben. Also nicht hier diese Heidmannsche Nationalbraun. Das ist sozusagen, das wird am Anfang toleriert. Aber eigentlich brauchen Sie schon den Originalstoff. Und dann auch noch die Originalhose und noch den Originalanstecker und alles Original. Und das kostet alles viel Geld. Das können Sie aus München direkt beziehen. Und da kann die Partei ja auch sozusagen im Merchandising eine regelmäßige Einnahmequelle erzielen. Also deshalb finde ich, die sind relativ modern in dieser Art, auch über Produkte des Konsums Identität zu verkaufen. Da sind Sie wirklich Ihrer Zeit sozusagen, wenn nicht voraus, aber jedenfalls vorne mit dabei. Ja, vielleicht erstmal soweit hier auf, in unserer Runde. Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Fragen zu stellen. Da vorne gibt es ein Mikro. Warten Sie vielleicht ganz kurz, bis es bei Ihnen ist. Und ich bemühe mich, die Fragen alle zu berücksichtigen. Seien Sie nicht nervös, wenn ich Sie nicht sofort dran nehme. Ich gebe mir jedenfalls Mühe dabei. Jetzt war der Herr hier vorne links, der den Startvorteil der ersten Reihe hat, als Erster. Ja. Zunächst einmal zu dem Tagebuch vom Lutzer. Vielleicht gilt da diese Sperrfrist von 70 Jahren eine Rolle, die ja im Archivwesen gilt. Vielleicht ist das der Hintergrund. Andere, jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar zum Aufnahmeverfahren musste man Mitglied der NSDAP sein, um in die, NSA aufgenommen zu werden. Weiterhin gibt es auch eine Möglichkeit, dass man, wenn man in bestimmten Betrieben war, dass man da gezwungen, also sagen wir mal, in einem Wirtschaftsbetrieb war, dass man da gezwungen wurde, der SA beizutreten. Wollen wir vielleicht noch eine Frage, das waren zwar schon drei, aber gerne noch eine Frage hier vorne mit dazu. Warten Sie ganz kurz, dass wir Sie gut verstehen können und dann macht Daniel Siemens weiter. Dankeschön für die Buchvorstellung und die lebhafte Beschreibung. Meine Frage richtet sich gegen auf die spätere SA, also nicht die frühe, sondern das, was dann in der etablierten NS-Herrschaft ist. Was bedeutete es damals, SA-Mann zu sein? Also wie fand das Leben einem statt? Das waren ja anders als die meisten anderen Rollen, oder es war ja ein Ehrenamt, es war ja keine berufliche Tätigkeit. Es gab vermutlich irgendwelche Kameradschafts- oder SA-Abende oder sowas. Und dann gab es die mutmaßlich hauptberufliche Spitzenebene. Gleichzeitig hatten viele von diesen Führern ja alle möglichen Ämter. Die waren ja in vier oder fünf Organisationen des Nationalsozialismus gleichzeitig. Welche Rolle spielte tatsächlich die SA-Mitgliedschaft für die Tätigkeit dieser Spitzennazis im Vergleich zu dem, was sie eben nebenbei oder parallel sonst noch so machten? Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich habe jetzt drei mir aufgeschrieben. Das erste war die Frage, war die Mitgliedschaft in der NSDAP im Grunde verpflichtend, wenn Sie auch in der SA mittun wollten?
zunächst nicht, aber die Partei macht das dann sozusagen zur Auflage, ist allerdings nicht sehr hart, das auch durchzusetzen. Also gerade Anfang der 1930er Jahre, wo das schon formal so sein muss, also man muss sozusagen auch der Partei beitreten, weiß man aber, dass viele SA-Männer sich sehr schwer tun, überhaupt nur irgendwelche Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Und man sieht einfach, also man sieht einfach davon ab, das nachzuprüfen. Man ermahnt oder man erinnert die Leute daran, dass das so sein soll. Aber im Zweifel ist es doch wichtiger, sozusagen die zwei Fäuste und den Kopf dieses SA-Manns für die eigene Bewegung zu sichern. Und dann sieht man von der Geldfrage ab. Also sagen, in der Theorie muss das so sein, in der Praxis wird das nicht immer deckungsgleich gewesen sein. Was man auch hat, ist einfach sehr viel Fluktuation in der SA, gerade in den frühen 30er Jahren. Leute, die da mal mitmachen, dann wieder rausfallen, sodass das mit dieser Mitgliedsfrage sowieso ein bisschen schwieriger ist in der Praxis. Das führt mich zur zweiten Frage von Ihnen, nämlich gab es sowas wie Zwang, also konnte man als Gruppe vom Arbeitsplatz oder so in die SA zwangsweise integriert werden? Und die Antwort ist nein. Also sie mussten das selber von sich aus erklären und sie konnten nicht einfach überführt werden. Und das heißt, wenn sie nach dem Krieg das als Argument gebracht haben, dann stimmt es einfach nicht. Und die Frage von Ihnen, was bedeutete das jetzt in den späten 30er Jahren SA-Mann zu sein? Also da muss man auch wieder unterscheiden, es gibt tatsächlich für die Spitzenfunktionäre, da ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Die haben noch andere Aufgaben, die ziehen dann zu bestimmten Parteiveranstaltungen mal das braune Hemd an und suggerieren so ein bisschen Volksnähe. Aber ansonsten ist das nicht entscheidend. Aber für viele einfache Nationalsozialisten ist das eben doch ihre Hauptverbindung zu dieser Bewegung. Und Sie haben zu Recht gesagt, es gibt hauptberufliche Funktionäre, aber natürlich die meisten sind unbesoldet. Das ist ein freiwilliger Dienst. Und das ist dann zum Beispiel, dass man am Sonntagmorgen eben nicht in die Kirche geht oder ausschläft, sondern man ist zum SA-Dienst verpflichtet. Man macht was Gemeinsames. Vielleicht hilft man in Rosenheim beim Häuserbau, jetzt vielleicht nicht am Sonntag, aber man macht irgendwas für die Partei und hinterher geht man zünftig einen trinken. Und das Attraktive daran ist, dass sie sozusagen die soziale Hierarchie ein bisschen durcheinander würfeln, weil innerhalb der SA sozusagen der SA-Rang zählt. Also wenn sie nur lange genug dabei sind, dann sind sie vielleicht sozusagen ihrem Vorgesetzten im Beruf am Sonntag, sind sie einmal drüber. Und das ist, glaube ich, nicht zu verachten. Und was man so weiß von den autobiografischen Zeugnissen und Briefen, ist das auch einer der Faktoren, die Männer in der SA attraktiv finden. Dass da soziale Schranken zumindest für eine gewisse Zeit nicht gelten oder wie das einer mal formuliert hat, sozusagen dass da der Fabrikdirektor und der Pförtner an einer Tafel sitzen, in der gleichen Uniform und das gleiche Essen essen. Das empfindet man irgendwie als besonders sozusagen befriedigend. Und das funktioniert eben Ende der 30er Jahre auch noch. Als dann der Krieg beginnt, werden diese SA-Verbände eben zu immer mehr Aufgaben herangezogen, gerade auch mit der Bombardierung der Städte. Also dann werden sie eben, wenn es wieder einen Luftangriff gegeben hat, dann werden sie zwangsverpflichtet. Der SA, man muss dann ausrücken mit seiner Einheit und Bombenschäden beseitigen und Lebensmittel bereitstellen und solche Dinge. Also da sind dann mehr Aufgaben, die sie tun können, und es gibt auch sowas wie Frontbetreuung. Also wenn sie zu alt sind, um in den Krieg zu gehen, dann packen sie Päckchen für die jungen SA-Leute, die eben eingerückt sind. Bleiben wir doch mal auf der rechten Seite und arbeiten uns dann weiter. Zuerst hier vorne die Dame, du hattest dich gemeldet. Hier, warte noch ganz kurz, bis das Mikrofon da ist. Und dann gehen wir weiter nach hinten durch. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe drei Fragen. Eine ist sehr kurz, Verständnisfrage. Da bin ich nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, akustisch. Und zwar, Sie hatten gesagt, der Herr Viktor Lutze, also Röhms Nachfolger, der ist 1943 zu Tode gekommen. Und meinten, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgrund eines Unfalls. Also nur zum Verständnis klären. Und dann die zwei inhaltlichen Fragen. Haben Sie da was rausgefunden?
was das Verhalten der SA-Leute bei der Wehrmacht auch hinsichtlich Brutalität, Kriegsverbrechen und so weiter unterscheidet von Wehrmachtsangehörigen, die keine SA-Mitglieder waren, ob man das feststellen kann. Und die letzte Frage bezieht sich auf die Nachkriegszeit. Sie hatten mal angedeutet, dass dieses Bild der SA, dieses Verschwinden der SA in ganz Deutschland, also im Osten wie im Westen war. Jetzt finde ich das interessant, auch vor dem Punkt, den Sie erwähnt haben, mit diesem Beefsteak-Prinzip, außen braun, innen rot. Das ist ja dann doch ein sensibles Thema auch für die SED und für die DDR, die sich ja immer als Arbeiter- und Bauernstaat auch verstanden hat. Hat man da vielleicht einen anderen Weg gefunden, noch damit umzugehen, auch im Hinblick auf die Zukunft dieser Leute dann in der SED oder in systemtreuen Massenorganisationen? Nehmen wir noch eine Frage, damit wir es noch ein bisschen schwerer machen, mit dazu die Dame, die jetzt das Mikrofon schon hat, und dann geht es weiter nach hinten durch zu dem Herrn, der den Finger schon hebt. Aber eine Sekunde noch. Ich hatte auch zwei Fragen. Eine ist, was war die Ausrüstung der SA, zum Beispiel in Verbindung mit der Gewalt? Haben Sie sofort Waffe gehabt, zum Beispiel? Und meine zweite Frage ist, was die Verbindung, das habe ich vielleicht nicht ganz verstanden, die Verbindung zwischen die Partei, die NSDAP und die SA? Jetzt darfst du. Jetzt darf ich, gut. Ja, vielen Dank. Fünf Fragen. Die erste ist die einfachste. Also tatsächlich, Lutze stirbt 1943 bei einem Autounfall in der Nähe von Berlin bei Michendorf, wo jetzt, wenn Sie da mal langfahren, Raststätte Michendorf, also irgendwo da ist das, wegen zu schnellem Fahren. Und mit ihm stirbt seine Tochter auch. Und er kriegt dann ein großes Staatsbegräbnis, eins der letzten meines Wissens. Also da gibt es auch Aufnahmen von unter den Linden. Da sieht man auch, dass ja, es einfach noch präsent ist, also auch in der Kriegsgesellschaft. Die zweite Frage war ein bisschen schwieriger, aber jetzt kann ich hier mein eigenes Gekrakel nicht lesen. Komme ich zur dritten erst und hoffe, dass ich die zweite gleich noch hinkriege. Die Nachkriegszeit der Verschwinden der SA, und wie war das eigentlich in der DDR? Also ganz kurz gesagt, die DDR zu Beginn, oder da ist es noch die SBZ, ist relativ hart gegen SA-Täter, aber nicht sehr lange. Also in den zweite Hälfte der 40er Jahre gibt es einige spektakuläre Verfahren, und da werden sozusagen die Rechnungen von 1933 beglichen. Und auch, wem man sozusagen noch von den Kommandanten der frühen Konzentrationslager, wem man da noch erwischt und wer nicht in den Westen geflohen ist, der wird auch zu drakonischen Strafen verurteilt. Aber das geht nicht sehr lange. Und sozusagen dem Einfachen, also man bestraft, man will die Führer bestrafen oder die sich besonders sozusagen durch Brutalität hervorgetan haben und die deshalb auch noch erinnert werden. Da kommt sozusagen das, was die SA 1933, 34 bewusst macht, nämlich diese Gewalt sichtbar zu machen. Das ist sozusagen der Boomerang. Ja? Also deshalb wissen das die Leute noch und die wissen auch genau, wer es gemacht hat. Und deshalb ist das gar nicht so schwer, diese Leute auch noch zu bestrafen. Aber auch statistisch können Sie das nachlesen. Schon 1950, 51 ist eigentlich diese Strafverfolgungswelle vorbei. Und dann gibt es Angebote an den einfachen SA-Mann, sozusagen sich doch besonders gut jetzt sozusagen in der SED zu engagieren. Und Sie können dem ja auch sagen, wir wissen schon, was du im Dritten Reich gemacht hast, aber wir haben Schwamm drüber. Ja, kommst du mal zu uns und kannst du dich bewähren. Und gleichzeitig hat man dann immer so ein Drohmittel. Also da ist die, dann bleibt sozusagen nur noch die Rhetorik vom Antifaschismus übrig, aber in der Realität versucht man, die Leute für sich zu gewinnen, und man muss auch die Leute für sich zu gewinnen, denn mit der Legitimität der SED steht es ja von Anfang an auch nicht zum Besten, und da muss man also auch mal auf die Leute zugehen, weil man ohne sozusagen ein gewisses Maß an Support kommt man eben nicht weit. Können Sie mir ganz kurz nochmal die zweite Frage sagen? Die war wichtig und da wollte ich was zu sagen. Ah, danke, genau.
Brutalität in der Wehrmacht und kann man, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man sagen, dass die SA-Leute sich da besonders zum Beispiel gewalttätig hervortun. Also das ist eine wirklich wichtige Frage, die mich auch selber interessiert hat, die ich aber, das würde ich freimütig einräumen, nicht so weit geklärt habe, dass mich das völlig befriedigt. Also wenn hier Historiker im Raum sind, das wäre eine Frage, die jemand nochmal wirklich detaillierter bearbeiten könnte. Ich habe es eben bei den Fallschirmjägertruppen mir ein bisschen angeguckt und bei dieser Feldherrnhalle und ich habe versucht, Unterlagen von der Wehrauskunftsstelle, oder das heißt, ich habe mir die angeguckt, für Verbände, wo ich wusste, dass besonders viele SA-Leute da sozusagen eingezogen worden waren und habe geguckt, ob in der Personalbeurteilung oder bei Beförderung, ob es da irgendwelche Hinweise gibt. Und manchmal findet man was, aber das ist nicht, also ich habe einfach nicht genug gesehen, um das wirklich sozusagen belastbar jetzt als generelle Regel sagen zu können. Was man sagen kann, ist, dass zumindest bei den Führungsfiguren der SA, dass die in der Propaganda das immer behaupten und dass man manchmal bei Beurteilungen sowas findet, wie hat sich sozusagen als SA-Mann bewährt. Und die ganze Rhetorik von SA im Zweiten Weltkrieg, die ist sozusagen, da wird aus dem kommunistischen Straßenkämpfer dann irgendwie der sowjetische Untermensch und gegen beides muss der SA-Mann kämpfen. Also da haben sie es auf jeden Fall auf der rhetorischen Ebene. Und wie weit das dann tatsächlich on the ground messbar ist, dazu gibt es einfach noch nicht genug Forschung. Zu den anderen beiden Fragen nach den Waffen, das ist ganz interessant, das ist immer auch schon umstritten. Die Partei behauptet natürlich, die SA habe keine Waffen. Interessanterweise haben die SA-Männer dann aber doch. Am Anfang sind das Schlagstöcke, Messer, Pistolen eher nicht so viele. Sie können aber diese Verbände relativ schnell bewaffnen. Also beispielsweise im Mai 1923 auf der Theresienwiese, das ist ja nicht weit von hier, da wird einfach die SA ausgerüstet aus der nächsten Reichswehrkaserne und dann nach sozusagen der Übung wird das Material wieder abgeliefert. Das heißt, diese Sympathie von Teilen der Reichswehr für solche rechten Verbände ist ganz hilfreich, wenn es darum geht, Waffen zu bekommen. Und die tatsächliche Bewaffnung sozusagen von gefährlichen Feuerwaffen ist aber am Anfang gering. Das ändert sich im Verlauf der 20er Jahre und man weiß das aus Berlin und anderen Städten, da kann man schon davon ausgehen, dass die SA-Leute oft Pistolen haben. Das ist einfach auch so statuserhöhend und teilweise kann man vielleicht auch sagen zum Selbstschutz. Also die SA sind ja nicht nur Täter, es werden ja auch SA-Leute überfallen, wenn die mit der Uniform abends nach Hause gehen von ihrer Stammkneipe, weshalb die SA oft gerne in Gruppe nach Hause geht, um einfach geschützt zu sein. Und deshalb hat man gerne auch einen Revolver dabei, um sich vermeintlich verteidigen zu können. Und ja, die Frage Verbindung von Partei und SA, die ist natürlich sehr groß. Also da kann man vielleicht nur ganz knapp antworten, dass bis 1933 das Verhältnis manchmal gar nicht besonders eng ist, beziehungsweise es ja auch Aufstände der SA gegen die eigene Partei gibt, auf regionaler Ebene, dass aber dann spätestens nach 1934 die SA sozusagen der NSDAP-Führung absolut untergeordnet ist. Bleiben wir erst noch auf der rechten Seite. Der Herr mit dem, der das Mikrofon jetzt hat, dann gehen wir noch mal weiter nach hinten und arbeiten uns von hinten dann noch weiter nach vorne durch. Bitte schön. Zum einen, wie hat sich die SA finanziert? Denn diese Zigarettenfabrik wird ja nicht die einzige Finanzmittel gewesen sein. Und außerdem sagten Sie ja, dass das erst relativ spät kam. Das Zweite, wie ist sie denn, die SA, denn strukturiert gewesen? Also die Hierarchie, die Gruppenaufteilung und Ähnliches, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten. Danke. Vielen Dank. Der Herr in der vorletzten Reihe. Oder fast jedenfalls. Ja, mich würde interessieren, wie Sie die Entwicklung einschätzen. Inwiefern war das eine originäre oder eine genuine Entwicklung, vor allem in der ersten Zeit, vielleicht auch aus einem gewissen Bauchgefühl heraus, um all die Funktionen auch zu erfüllen, die Sie beschrieben haben? Oder wie weit ist der Einfluss von, Sie erwähnten, von sozialistischen, paramilitärischen Gruppen? Hier in Bayern denkt man vielleicht auch an Schützenvereine mit einer historischen Tradition. Also wie sind die Einflüsse aus der Historie oder auch aus,
anderen Ländern, gerade also als Kind der Zeit, andere faschistische Gruppierungen in Italien oder Ähnlichem. Also gibt es da, gerade bei Vordenkern, ist es was, wo richtig Pläne geschmiedet wurden in einem Austausch, oder ist es was, was sich einfach wirklich originär so entwickelt hat? Und nehmen wir noch eine letzte Frage dazu und in der gleichen Reihe noch ein Herr mit Bart und Brille. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für den spannenden Vortrag. Sie haben uns ein paar Täter sozusagen vorgestellt, die SA-Mitglieder waren. Und ich glaube, man könnte diese Liste relativ weit fortführen, wenn man an die besetzte Sowjetunion denkt beispielsweise. Und meine Frage ist, was sozusagen die SA als Organisation oder wie der Einfluss der SA als Organisation sozusagen rückwirkend war, also auf den Holocaust, auf die Besatzungspolitik, eben sozusagen abgesehen von diesen einzelnen persönlichen, zum Teil vielleicht auch zufälligen sozusagen Überschneidungen. Kann ich? Ja, jetzt gut. Schon. Gut. Ich fange wieder vorne an. Wie hat sich die SA finanziert? Am Anfang gemischt. Teilweise gab es Geld von der Partei, aber immer zu wenig. So jedenfalls die SA. Mitgliedsbeitrag in bescheidenem Umfang und tatsächlich diese Zuschüsse durch Merchandising und solche Verabredungen wie mit den Zigaretten. Man hat aber insgesamt relativ wenig Geld. Was man auch nicht vergessen sollte, übrigens Spenden. Ja, also gerade Anfang der 30er Jahre, zum Beispiel im Ruhrgebiet, gibt es Bergbaufirmen, die gerne mal einen SA-Sturm sponsern und der dann zum Beispiel als Streikbrecher eingesetzt werden kann. Also auch da gibt es Gelder, die fließen. Aber es ist insgesamt nicht besonders viel oder man hat keinen finanziellen großen Spielraum. Deshalb ist man auch so scharf drauf, 1933, 34 an das Geld des Staates zu kommen. Und ich habe das im Buch auch versucht, ein bisschen rauszufinden, wie man das macht. Also in der englischen Ausgabe heißt es so mehr oder weniger, der Staat wird geplündert. Also die SA versucht in großem und auch erfolgreich in großem Maße Gelder aus der Staatskasse zu nehmen. Wird sich neu eingekleidet, da werden fiktive Posten geschaffen, wo Leute sich Extrabezahlung leisten. Das sind teilweise recht erhebliche Gelder. Man kann das aber nur bis 1934 nachvollziehen, weil danach sozusagen die Partei die Oberkontrolle nimmt und keine finanziellen Rechenschaftsberichte mehr ablegt. Also danach wird sozusagen mit der Transparenz der Parteienfinanzierung im Dritten Reich etwas schwieriger. Dann gab es die Frage Einfluss sozusagen von anderen paramilitärischen Organisationen, von der Linken, aber auch Italien und Ungarn. Also nicht, dass das sozusagen im falschen Hals kommt. Ich habe zwar gesagt, die SA ist sozusagen die erste SA, ist hier eine sozialdemokratische, aber das ist ja mehr oder weniger sozusagen eine, vielleicht nicht Zufälligkeit, aber die Formen, die diese Gruppierungen machen, sind doch sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, der Sozialdemokratische Verband ist tatsächlich defensiver Selbstschutz. Die Nazis behaupten das nur, sind aber eigentlich offensiv von sich aus gegen andere vorgehend und werden aber von der Polizei hier in München, da gibt es einen nationalsozialistischen Polizeipräsidenten, werden einfach geschützt. Also sie können die Akten hier im Staatsarchiv lesen. Man weiß sehr gut Bescheid über die verschiedenen Gruppierungen. Aber die Nazis sind eigentlich nie so schlimm oder das wächst sich raus oder wir brauchen die doch hier für die öffentliche Ordnung, während man bei der politischen Linken bei der Polizeiführung sozusagen sofort den Weltuntergang an die Wand malt, wenn die sich mal treffen. Also da ist eine extreme Ungleichbehandlung, aber das ist ja auch nicht überraschend und eigentlich auch schon gut bekannt. Was die Netzwerke angeht, die gibt es eindeutig. Also gerade nach 1923 flüchten sozusagen die Nazi-Führer ja nach Österreich gerne. Auch von Ungarn gibt es durchaus Verbindungen. Und später ist das Verhältnis zu Italien ganz interessant, weil es beispielsweise SA-Leute gibt, die dann ins faschistische Italien reisen. So eine Art Bildungsreisen. Also nicht wie Goethe, sondern man besucht einfach die Faschisten. Und
die deutschen Nazis sind offenbar ziemlich arm und wenig spektakulär und die Italiener haben ein bisschen Mitleid mit denen. Das dreht sich dann einige Jahre später offenbar eher um. Also es gibt auf jeden Fall diese Verbindung, aber natürlich vor allen Dingen auf der oberen Ebene und später aber auch aktive Versuche, sozusagen eine Art faschistischen Austausch herzustellen. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass es ein interessantes Thema ist, diese Europavorstellung im Dritten Reich sozusagen und ein faschistisches Europa zu schaffen, wo die verschiedenen nationalen Faschismen alle sozusagen zusammenwirken. Da gibt es also auch interessante Beobachtungen, die man machen kann. Und vielleicht auch deshalb ist ein SA-Botschafter als Diplomat gar nicht so schlecht geeignet in Südosteuropa, denn er hat sozusagen den richtigen Credibility für Bewegungen, die im Land auch selbst faschistisch sind, aber kommt gleichzeitig nicht sozusagen als jemand, der einfach nur Befehle erteilt. Und zur SA als Organisation, also wie sie eingeteilt war, das kann man jetzt nicht in 2 Minuten beantworten, weil das sich auch oft ändert, aber auf jeden Fall ist es eine hierarchische Organisation. Die kleinste Zelle sind oft nur sehr wenige Leute. Die hat einen Führer, der muss wieder nach oben sozusagen gehorchen und so geht das sozusagen wie beim Militär von ganz oben runter und es wird über Befehle, SA-Befehle, wird sozusagen versucht, Gehorsam herzustellen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass gerade bis 1933 aber die Autonomie der SA on the ground, in den kleinen Zellen, ziemlich wichtig ist, weil das sozusagen das aktivistische Potenzial erst freisetzt. Also es ist ein Austarieren, Kontrolle von oben und gleichzeitig die Basis aktiv von sich aus aktiv werden zu lassen, weil sie dann eben besonders sich einsetzt. Und das gelingt manchmal nicht und dann gibt es auch Probleme, wie bei den Stennis-Revolten 1930 und 1931. Jetzt habe ich als Nächsten auf meinem Zettel Herrn Hartwig. Ich weiß aber, dass sich hier in der Mitte auch noch einige gemeldet haben. Vielleicht diejenigen, die das getan haben, heben nochmal ganz kurz ihre Hand. Sonst ist auf jeden Fall jetzt das Mikrofon hier vorne und der Herr hier in der Mitte. Also fangen wir mit Ihnen an und dann wandern wir hier rüber und dann haben wir noch als letzten Fragenden hier vorne. Achso, ich glaube, das ist schon in Ordnung. Fangen Sie an und dann wandern wir nochmal zurück. 2 Fragen, also nochmal zu dem Herrn Gmelin. Also das ist ja wirklich geradezu empörend, wenn man das heute hört, dass er also 54 gewählt wird, nicht obwohl er bei der SA war, sondern gerade weil er bei der SA war, wie Sie es dargestellt haben. Und der war ja, glaube ich, bis in den 70er Jahre war der Oberbürgermeister in Tübingen. Und ich nehme an, Sie haben das ja recherchiert. Also was hat er in Bratislava getan? Also ist das damals überhaupt nicht Thema gewesen oder später mal verfolgt worden? Und eine 2. Frage, eine ganz andere Richtung. Das Buch ist ja vor 2 Jahren in England erschienen. Können Sie vielleicht noch was sagen, wie das in England aufgenommen wurde oder wie es dort diskutiert wurde, vielleicht, wenn es möglich ist. Und jetzt hier vorne links, aus meiner Sicht. Mich würde noch mal interessieren, also Sie haben ja nicht ganz die These von Nikisch abgewiesen, dass es eine Organisation fürs Lumpenproletariat ist und also für den untersten Rand der Gesellschaft, mit Verzweigung ins Verbrechen. Die sind Sie ja auch selber nachgegangen anhand eines später sehr bekannt gewordenen SA-Mannes. Mich würde interessieren, wie verhält sich das etwa zu dem Anblick, den wir auf Ihrem Cover sehen? Diese sehr disziplinierte, straff organisierte Reihung von militärisch daherkommenden Männern, sehr diszipliniert. Wie verhält sich sozusagen das soziale Substrat der SA zu dem Anspruch auf Selbstbeherrschung und Darstellung von Selbstbeherrschtheit und dadurch die Fähigkeit des Herrschens in der Öffentlichkeit? Ist sozusagen dieser Anspruch auf Disziplin
Sie haben vorhin von Gewalt nach außen und Gewalt nach innen gesprochen. Die Gewalt nach innen ist ja in gewisser Weise auch sozusagen die eigenen Bedürfnisse zu kontrollieren und in eine geordnete, gemeinschaftsfähige Form zu bringen. Ist das nach 1934 noch ein relevanter Faktor in den SA-Organisationen oder verliert sich das zugunsten des guten lebensmittelorganisierenden SA-Onkels in der Familie? Und die zweite Frage, die in gewisser Weise daran anschließt, sehr viel kürzer. 1932 im Herbst gab es das Planspiel Ott, in dem die Wehrmachtsführung erkunden wollte, können wir uns denn überhaupt, wenn wir jetzt die SA wieder verbieten, uns gegenüber den paramilitärischen Verbänden, die dann wahrscheinlich auch die linken Verbände einschließen würde, behaupten. Und die Schlussfolgerung aus dem Planspiel war auf Seiten der Wehrmacht, wir können es nicht. Das heißt, die Wehrmacht ist schwächer als alle paramilitärischen Verbände. Deswegen müssen wir uns zurückhalten im Kampf gegen diese Verbände und speziell gegen die SA. Stimmt Ihrer Einschätzung nach diese Einschätzung oder ist es eine gewaltige Fehleinschätzung der Wehrmachtführung? Und jetzt noch eine letzte Frage. Du schaffst das ganz sicher. Mit der Bitte um Kürze. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen haben Sie ja den Bruch 34 runtergeschrieben oder sehen den jetzt nicht so bedeutend an. Mich würde interessieren, ob Sie da, um jetzt diese kulturgeschichtliche Wende auch ins Spiel zu bringen, ob Sie da in der Traditionsbildung der SA, in dieser Untersuchung lokaler SA-Verbände irgendwelche Belege gefunden haben dafür, dass dieser Aktivismus irgendwie erhalten bleiben kann. Denn das ist ein Gründungsmythos auch der SA, dieser Kampfgedanke, der muss sich doch eigentlich verlieren dann ab 34 und der Antikapitalismus wird dann verengt auf antisemitische Aktionen. Also die These bislang ist ja eigentlich, dass dieser Bruch von 34 sehr bedeutsam ist und dass auch durch die Übernahme anderer Verbände, durch die Aufnahme anderer politischer Akteure da so eine Verwässerung reinkommt. Also wie würden Sie das einschätzen? Wie ist da die Quellenlage bei Ihnen? Und dann noch einfach eine zweite ganz kurze Frage. Gibt es denn Unterschiede zwischen der englischen Ausgabe und der deutschen Ausgabe? Das Schöne an der letzten Antwort ist ja auch, dass man letztlich nur das beantworten kann, was man mag. Ich fange hinten an. Die deutsche Ausgabe ist besser als die englische, weil natürlich die Fehler, die mir aufgefallen sind, der englischen, die konnte ich jetzt korrigieren. Also kaufen Sie die deutsche, wenn Sie möchten. Und ja, man, also das ist ein eigenes Thema, Übersetzung von solchen Büchern. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden, wie es geworden ist. Wenn ich da gleich anschließen darf, die Frage nach dem Cover von Herrn Hartwig mit dieser Disziplin. Das ist wieder ein Problem zwischen Autor und Verlag, weil die Cover machen die Verlage. Und der Autor, in dem Fall ich sage immer, das ist NS-Selbstinszenierung. So wollen die selbst gesehen werden. Warum drucken wir das immer ab? Wir müssten eigentlich mal einen undisziplinierten SA-Sturm zeigen oder sowas ähnliches. Ja? Aber das ist sozusagen die Macht der Bilder, die wirkt. Das sieht einfach besser aus. Darum wird das genommen und das passt in unsere Erfahrung, so wie wir die Geschichte sehen wollen. Und es geht ja darum, Ihnen das Buch schmackhaft zu machen. Und offenbar ist eben die Annahme in der Verlagsbranche, dass sie das eher kaufen, wenn das ordnungsgemäß aussieht, ein bisschen beeindruckend und vielleicht noch Hitler draufsteht. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist sozusagen, ich hatte andere Bilder vorgeschlagen, nämlich eins, wo man einen SA-Sturm sieht, von unten mit dem Mikrofon, das diese Geräusche dieser marschierenden Stiefel aufnimmt. Weil ich dachte, dass das ein tolles Bild ist, gerade diese Selbstinszenierung des SA-Sturms und die mediale Vermarktung ins Bild zu rücken.
Aber sowohl bei der deutschen als auch bei der englischen Ausgabe hat man auf den Autor nicht gehört. Jetzt aber zu den Fragen in Wirklichkeit. Also Gmelin und Bratislava, und hat man nicht gefragt, was der Herr Gmelin da eigentlich gemacht hat? Nein, hat man nicht gefragt. Das ist sozusagen die Auswirkung dessen, dass man die SA-Geschichte so verengt hat auf die Zeit bis 1934. Das heißt, man ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass da sowas gewesen sein könnte. Und zweite Sache natürlich, der Holocaust war in den 50er und auch frühen 60er Jahren noch viel weniger zentral für die Geschichte des Nationalsozialismus, als wir das heute sehen. Also man hat generell wenig zum Holocaust gefragt. Slowakei, wo war das überhaupt? Eher so ein bisschen so. Da kann ich übrigens einen anderen Namen noch ins Spiel bringen, weil Sie auch gefragt haben, was hat eigentlich Herr Gmelin da gemacht? Also tatsächlich, der ist sozusagen die rechte Hand des Botschafters und er arbeitet auf Ängste zusammen mit einem Herrn Karmasin. Das ist der Volkstum, der Name sagt vielleicht Österreichern was, ja, das ist die Enkeltochter, die Ministerin war in Österreich bis vor kurzem. Die Familiengeschichte ist, glaube ich, auch noch nicht aufgearbeitet. Aber jedenfalls Herr Karmasin, also Ihr Großvater, ist der sogenannte Volkssturmsführer der deutschen Minderheit in der Slowakei, hat auch Ministerrang unter Tiso. Und das ist sozusagen, die beiden machen die Politik. Also der Botschafter und Tiso sind die Oberen, formal. Und die sozusagen die tatsächliche Politik und die Aktivierung von Verbänden und auch die Durchführung von Deportationen und so weiter, das macht die praktische Ebene. Und da verstehen sich Herr Karmasin und Herr Gmelin ausgezeichnet. Klammer auf, Herr Karmasin wird später hier in Bayern heimisch. Engagiert sich beim Wittikobund und es läuft ein Strafverfahren gegen ihn, also es laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München. Diese Ermittlungen ziehen sich bis zum Tode von Herrn Karmasin hin, weshalb ein Hauptverfahren nie eröffnet wird. Die Bände sind aber im Archiv, das sind ungefähr 15 Bände und ich habe die gelesen und daraus wird ziemlich klar deutlich, dass eigentlich gegen Herrn Karmasin sehr früh genug vorgelegen hat, um ihn tatsächlich als NS-Täter vor Gericht zu bringen. Aber immer wenn die Staatsanwälte das Hauptverfahren eröffnen möchten, werden ihnen von oben bedeutet, weiter zu ermitteln. Und wenn es zu arg wird, wird eine neue Staatsanwaltschaft eingesetzt. Und in diesem Ermittlungsverfahren taucht auch Herr Gmelin nochmal auf, der nämlich dann, also es muss in den 60er Jahren gewesen sein, als Oberbürgermeister von Tübingen eben eine Aussage macht über die Rolle Karmasins in der Slowakei. Und das war alles nicht so schlimm. Ist ja logisch. Also das zeigt einfach, diese Netzwerke, die haben sich weiter erhalten, die schützen sich gegenseitig. Und die Frage, wer Herrn Karmasin in München gestützt hat, die interessiert mich brennend. Also falls jemand mir da weiterhelfen kann, da nehme ich gerne Hinweise entgegen. Die Frage nach der Rezeption in Enger kann ich kurz machen. Die Rezeption war positiv, aber es gab keine großen Diskussionen. Also das ist einfach ein Buch zum National Socialism. Das wird gelesen, das findet man manchmal interessant. Es war aber wenig Kontroverses da. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland anders sein wird. Ich hatte vor 2 Tagen ein Interview in der Welt. Da habe ich nur die Leserkommentare auf der Online-Ausgabe gesehen. Das ist so typisch, was Sie erwarten können. Also Lügenpresse und so weiter. Das ist offenbar im sozusagen Diskurs dieses Landes 2019, zumindest in der Internetkommunikation da. Aber ob dieses Buch irgendwie eine größere Debatte auslösen wird, würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Aber gucken wir mal. Also scheint mir heute Abend auch sozusagen eher auf wohlwollendes Interesse zu stoßen, aber keiner sagt, Herr Siemens, das ist alles Quatsch, was Sie da sagen. Herr Hartwig, die Frage mit der Nikisch-These, also war das nicht doch nur sozusagen die Unterschicht? Also würde ich so zweigeteilt antworten. Natürlich war das für viele Leute aus diesen politikferneren, eher ärmeren Milieus besonders attraktiv, aber es gibt eben auch Ärzte, Pastoren, selbst Hochschullehrer, die da gerne mitmachen. Also viele von denen möchten auch ganz gerne volksnah sein und die möchten Gemeinschaft im Sinne Gleichgesinnte erleben und die möchten sich auch vielleicht absichern in diesem NS-Staat und sich als besonders regimetreu zeigen. Und insofern kann man das durch die Bank nicht sagen. Wahrscheinlich muss man als vorläufige Antwort sagen, dass die SA einfach einen viel stärkeren Querschnitt durch die
Gesellschaft der 30er Jahre ist, als dass die älteren Forschungen, die sich besonders stark auf diese Frage der Milieus konzentriert haben, angenommen haben. Und zu Ihrer zweiten Frage nach diesem Planspiel Ott und der tatsächlichen Stärke der paramilitärischen Verbände. Wahrscheinlich wird bei der Antwort der Reichswehr eine Rolle gespielt haben, dass ja die Reichswehr und die Verbände der Rechten tatsächlich eng verflochten waren. Und man sozusagen beispielsweise Stauffenberg, weil das jetzt auch gerade in der Diskussion ist, hat also SA-Verbände trainiert 1932. Das wird in der Praxis offenbar nicht so als unüberbrückbarer Gegensatz gesehen, was teilweise dazu beigetragen haben könnte, dass man offiziell zu dieser Position kommt. Ich habe aber mit dem Beispiel von Potempa auch gesagt, also tatsächlich ist der Staat, 1932 ist sozusagen die Schlacht um die Demokratie schon verloren, weil man nicht mehr sich verlassen kann auf die staatlichen Institutionen, auf die Polizei. Bei der Armee ist es offenbar genauso. Das heißt, wenn man nach der Frage, wann ist ein Untergang von Weimar und diese Frage, wann das alles schief läuft, da muss man deutlich früher anfangen. Und eine These, die ich zum Beispiel vertreten würde, wäre, man muss eigentlich schon ins Jahr 1924 gehen, wo nämlich die meisten dieser paramilitärischen Verbände gegründet werden und wo als Alternative zum Parlamentarismus sozusagen die Straße als politische Arena legitimiert wird. Und das ist einer sozusagen der Kardinalfehler, die die Demokratie aus meiner Sicht entscheidend schwächt. Letzte Frage zu diesem Kampfgedanken in der SA dann auch nach 1934. Was hält hier noch zusammen? Also tatsächlich ist das für die SA ein riesiges Problem. Sie versucht, ihrer alten Idealvorstellung weiter nachzueifern, hat aber wenig Gelegenheit dazu. Das führt manchmal zu sehr unfreiwilligen Publikationen. Es gibt solche Art Bücher mit der SA durch das Jahr 1937 oder das war das Jahr der SA 1938 oder irgendwie so in der Art. Und wenn Sie das lesen, das ist sozusagen mit die, also wenn Sie schlecht schlafen, nehmen Sie das einfach. Ja, nach zwei Seiten schlafen Sie ein. Da sehen Sie diese absolute Diskrepanz zwischen einer durchmilitarisierten Sprache wie 10 Jahre früher und den absolut banalsten Dingen wie Sammlung von Altmetall oder wir haben alle den Wald vom Bauern X gerodet oder sowas. Das heißt, da werden relativ periphere Dinge in einer militarisierten Sprache sozusagen als große nationale Heldentat gefeiert und natürlich zeigt das, in welcher großen Problemlage man sich tatsächlich befindet. Aber das wäre jetzt mein Punkt, man muss da nicht stehen bleiben, sondern aus dieser Krisenphase kommt die SA eben auch wieder heraus und das hängt stark mit der Expansion und der Eroberungspolitik im Osten zusammen. Das haben wir heute nicht viel ausführen können, aber vielleicht als Schlusswort, wenn Sie das besonders interessiert, steht viel mehr im Buch. Das ist natürlich die ideale Überleitung zum Ende dieses Werbeblocks. Wir sagen vielen herzlichen Dank, Daniel Siemens, für die Präsentation des Buches, das ja eine Geschichte erzählt, die Geschichte der SA, die eben, und das finde ich ist besonders deutlich geworden, bei aller sozusagen Vergangenheit doch immer auch ein Stück in unsere Gegenwart heranreicht. Das betrifft nicht nur den Forscher selbst, der mit den ehemaligen SA-Aktiven aus strategischen Gründen in Berührung kommt, sondern es geht ja auch um sozusagen die eigenen Familienerinnerungen, die vielleicht verschüttet, aber doch in der einen oder anderen Weise vielleicht präsenter sein könnten, als sie das bisher sind. Und die Geschichte der SA in der kollektiven Familienerinnerung ist sicher einer auch der Themen, die vielleicht doch sich lohnen würden, noch genauer anzuschauen. Und insofern ist dieses Buch eben auch ein Stück, eben nicht nur Geschichte, sondern auch Gegenwart. Und dafür ist das NS-Doku-Zentrum, glaube ich, auch ein guter Ort, um darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen von meiner Seite für Ihre Geduld, für Ihre interessierten Fragen. Kommen Sie gut nach Hause. Und wenn es jetzt noch die Gelegenheit gibt, gehen Sie in den Biergarten, da ist es sicher noch etwas angenehmer, klimatisch jedenfalls, als hier. Schönen Abend Ihnen und nochmal vielen Dank. Applaus